keine Katze. Oh, bitte nicht, das gibt Bilder im Kopf. Hui! Jetzt So, wird's langsam mein Audio ist kompliziert. mit drin. Was wird denn jetzt kompliziert? Naja, jetzt muss ich mich ja benehmen und so weiter. Das ist schon wirklich, Ja, das jetzt ist, bist das du ist in schon zwei eher so Streams kompliziert. gleichzeitig zu sehen und zu Das hören. musst du nicht. Das Das ist musst dich nicht richtig. benehmen. Kriegst du eh nicht hin. Kriegst du eh nicht hin. Versuch's gar nicht Das erst. ist richtig, das mit dem, das ist total richtig. So, was mache ich denn jetzt? Mich erstmal verwirrt umgucken, weil all meine Kollegen weg sind. Sie nähern sich Sprech schon unseren Jungs auf am ihn. Einstiegspunkt. Der Felix Melden ist sich schon bei wieder denen, um da. reinzukommen. Diese Sprech Cleaner doch auf müssen ihn, so ne? schnell Bin ich wie schon möglich runter. unschädlich gemacht werden. Weshalb Wenn kann wir ich nicht da lang wieder gehen? reinkommen, ist schon alles vorbei. Das finde ich super gut. Kann man hier eigentlich die Bommel wegschießen von der Mütze? Ja, kann man. Haben wir schon ausprobiert. Geht total einfach. Da fliegt nur Blut raus aus dem Bommel, wenn du drauf Oh ja. schießt. Hast du es mal mit einer Pumpgun probiert? Das könnte helfen. Aha. Ja. Oh. Soll ich den jetzt Überträgst du jetzt wirklich? oder wie, Ja, Kollege Schiff? natürlich. Hast du, müsstest du ja eigentlich schon gemerkt haben. Ja, Müsste also man ich habe mein natürlich Audio auch schon feststellen, wenn freigegeben er welche dafür. entnommen, aber sie ist Ja, tot. siehst du? Und die anderen Leute brauchen es nicht, wenn sie es bei sehr mir schon Ich haben. auch. Ja, Captain Guck bei Eichhorn hat's Felix, weil da getan. der Kollege, Wir der Typ haben kommt es ja nicht so weit. getan. Ich stehe hier direkt neben dir, du Wutz. Ich bin sogar schon 5 Schritte weitergegangen als du. Ja, aber dein Audio wird nicht an. Hier, deine, bei Twitch sehe ich dich nicht. Also, komm. La 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 la. War denn das jetzt hier? Ich glaube, ich runter. Ja, ihr müsst darüber hopsen. Kann ich hier einfach gleich Ganz hier vorne schon verknackt. sitzen bleiben? Ja, irgendeiner muss unten sprengen, ne? Einer muss da Und die hinten Mo Sprengstoff anbringen. Ja, ich und die glaube, mobile warte mal. Deckung sollte angebracht werden, ne? Wäre vielleicht noch. Ja. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid, dann drücke ich Ja, schon. Wir sind immer so weit. Drück mal. Lalalalala. Wir sind sowas von bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Zack, bumm, hat geknallt. Ich bin bereit, ich bin bereit. Sind die nur lieber? Ja, weil es ja nur herausfordernd ist. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Hoffentlich sterben die beide, die sind schon fast bei uns. So, ich gebe euch mal noch ein bisschen Dampf drauf. Ja, Dampf ist super. Kommt doch schon wieder was. Unmöglich. Die wollten doch auf uns zukommen. Warum sind die denn schon weg? Ja, Ja, aber die sind nicht der ist ja schon so Sprengkopf gut dann wie wieder tot. durch. Hey, du hast Henk geschmissen. Ja, Henk will auch mal was machen, aber die Leute kommen ja nicht bis zu ihm. Wir hätten wieder nur auf Henk den Fuß eingetreten. Fertig. Das war ja. Puh. Ich bin schon ganz Auf schön jeden Fall. geschwitzt. Ich bin schon ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja. Ach, Nico mit keine seiner Ahnung. Rollbombe und ich mit meinem Sniper, das kommt schon ganz gut. Ich habe auch die ganze Das Zeit nur eine mit daneben einem geschossen Schadenspunkt. und ich habe auch die ganze Das Zeit nee, das absichtlich nur daneben ist schon geschossen. gut. Zu viert ist das schon wichtig, weil alle kriegst du ja nicht weg. Nee. Doch, bestimmt. Jetzt machen wir erstmal, jetzt gucken wir erstmal nach ein bisschen Spaß. Machen wir erstmal die wichtigsten Leute von hinterm Bus weg. Bleiben wir Von erstmal da hinterm Bus weg. außerhalb. Das klappt mit dem Ja, Geschütz wir ja auch gehen ganz jetzt, wir springen hervorragend. nicht rüber. Ja, das hab ich auch schon mal alleine gemacht. Da habe ich auch so ziemlich viel am Anfang weggekriegt, aber irgendwann kommen sie halt nicht mehr weit genug nach hinten. Da hatte ich einfach nur immer wieder das Geschütz drüber geworfen. Das war ganz witzig. Musste Hank den ganzen Scheiß Ja. alleine machen. Machen die hinterm Bus weg? Ja, Ja, ich von hier bleib aus. hier. Ich kann von hier aus die Typen, wenn die hinten am Dings stehen, wegsnipern. Ja, und Weil was hier hier keiner vorne. vorgehen, dass wir das. Ach so. Es muss keiner Einmal Du musst die erstmal deine Rollgranaten. Kran die Rollgranate rüberschmeißen. Also ihr könnt alle Das kann ich. Rollgranaten ausrüsten.
Jo, geht los. So, wenn ihr euch an die Wand stellt, dann holen sich eure Fertigkeiten auch schneller. Wegen meiner Deckung. Ja, genau. Hier ist keine Deckung übrig. Ja, komm, das ist natürlich doof jetzt. Jetzt? Ja, jetzt ist er leider. Die brennen da unten. Die armen Leute. Ach, da kommt er hoch. Sag mal nur zu Hank. Ah, oh, Hank ist so ein guter, er schießt ihm gleich in den Rücken. Ganz nach dem Papa. Ja, Vorsicht, der fliegt gleich. Ja, weg ist er. Oh, jemand hat Hank kaputt gesnipert. Die Schildtypen laufen auch nur wild hin und her, weil die natürlich nicht wissen, wo sie hin sollen. Das ist immer, das stand aber auch, glaube ich, so in den Anstellungspapieren. In der Stellenausschreibung. Guck mal, einmal Rollgranate, zwei Schildtypen weg. Und jetzt stehen da hinten noch die Schnüpperetten auf dem Balkon. Ich glaube, ansonsten ist die erste Welle schon... Also, geht jetzt hier raus, oder? So weit komme ich nicht. Ich gehe Da reichen die Rollgranaten. Jetzt kann er weg, habe ich ihn immer erwischt. Selbst die Rollgranate kommt. Ich glaube, von hier komme ich auch noch nicht ran. Vielleicht, wenn ich mit Micha Räuberleiter mache. Ja. Ja. Jetzt ist er der unter der Rüstung. Jetzt der rennt er wieder weg. Rüstung mehr. Ja. Jetzt ist er unten, weil er merkt, dass ich ihn da oben erwischen kann. Ja, aber der beruhigt sich irgendwann wieder und dann... Da können wir nicht schon rausgehen jetzt, oder? Nee, ja, da kommen danach noch eine fiese zweite Welle, aber diese beiden Sniper, die gehören, sind die letzten einen von dieser Welle. Einen davon wegkriegen. Ja, kommt wieder erwischt. Ja, ich hab ihn auch mal für 15.000 erwischt. Juhu! Gut, oder einer geht halt vor und der hat die Arschkarte gezogen. Ja, ich opfere mich fürs Team, so ist es nicht. Nein, das ist ja nicht wie wenn man zu viert in die Disco geht und einer muss dann die hässliche abschleppen, damit der andere an den Fitte ran kann. So läuft das hier nicht, wir lassen dich nicht sterben. Was, der eine muss die hässliche abschleppen, damit der andere an die Fette ran kann? Fitte, an ja, die ist, Fitte. Ja. Selbstlaute unterscheiden ist manchmal sehr, sehr wichtig. Ihr habt komische Disco. Quasi Reste ficken. Ja, das, da gibt es glaube ich in jeder Stadt zumindest ein, zwei Clubs für, wo das dann... Ja, was machen wir jetzt hier? Warten wir bis hier übermorgen? Nee, wir warten. Oh, da sind drei Sniper. Wir kuscheln ein bisschen kommen. Und erzählen uns nette Sachen. Ah, oben steht noch ein Sniper. Ja, stimmt, da hinten ist tatsächlich noch einer. Warte mal, den eben war er für einen Bruchteil einer Sekunde rot. Aber ich frage mich, wie ich von hier rot... Das ist doch vollkommen unmöglich. Ich kann dir sonst den Link einmal geben, dass du einmal vielleicht... Jetzt springt er runter. Er ist runter, ich sprung. Die sind so zu weit weg, dass ich so extrem viel Schaden mache. Ja. Jena ist wieder hochgeklettert, jetzt geht wieder zurück in meine Position. Ja, Entschuldigung. Also, wo ist er? Jetzt. Genau, ich wollte eine Pumpgun ausrüsten. Genau das wollte ich machen. Eine Pumpgun ausrüsten. Das Spiel versteht mich. Komm hoch. Ah, die sind zu weit weg. Ja, reicht die Rollgranate nicht hin. Nur weil du wirfst wie ein Mädchen. Ja, ich weiß. Das ist eine Großfresse. Ja. Jetzt steht er auf der Treppe. Ja. Ich komme auch noch nicht ganz. Jetzt runter, ich sprung wieder. Ja, komm, bleib stehen. Ja, da.
Oh nee, jetzt läuft er wieder rüber. Ich glaube, ich mache mir mal ein Eis. Ich glaube, die Zeit hast du. Jetzt will ich an, weil ich vorhin Witcher gedrückt habe, will ich jetzt B für Springen drücken. Das klappt nicht in diesem Spiel. Wofür war B hier nochmal gut? Um hier rüber zu springen. Ja. Ja, der eine blutet schon mal ganz dolle. Ja, den innen, der hat keine Rüstung, hat auch keine Rüstung mehr, der jetzt oben ist. Da kommt er wieder hoch. Ja. Ist er fast. Wir kommen noch einmal hoch mit dem Köpfchen. Jetzt. Jetzt. Weg ist er. Aber einer muss das macht noch. Die anderen beiden ein bisschen nervöser, bringt uns aber kosmisch betrachtet nicht irrwitzig voran. Kommst hier aber nicht mehr rein, ne? Ja, ich mach dann den Gruppen. Den Gruppensterber. Den Sterberauto. Wenn du nicht genug an den Rand kommst, kann man dich beleben. Wollte ich gerade sagen, wenn ich mich doch hier an die Wellblechpappe von dem Bus stelle, müsste ich mich doch. Wellblechpappe, das ist kein Trabi, das ist ein Bus. Ja, aber. Und der Koffer müsste dich auch heilen. Ja. So, ist mir jetzt hier. Komm, Kollege. Wir gehen jetzt spielen. Besonders blöd wäre es jetzt natürlich, wenn die beiden ihn töten, da hinten. Vielleicht lockst du sie einfach zu uns. In ihrer Eigenschaft als Sniper werden sie dir mit Sicherheit hinterherlaufen. Schmeiß mal die Kugel dahin. Die Liebeskugel hin. Die Bommelmützen. Das ist keine Liebeskugel. Das sind alles abgeschnittene Köpfe von Bommelmützen, deswegen explodieren die auch so heftig. Andere der auch zweite. Weg. So, kannst du jetzt lauf um dein Leben. Lauf, Forrest. Wo muss ich hin? Hier war irgendwo eine Wellpappe. Hier hinten ist so ein roter. Siehst du den? Ja. Der ist lila. Ja, meine ich ja. Der steht an meiner Wellpappe. Hier muss ich hin. So, hier bleibe ich. Stell dir mal Hank auf den Kopf, dann schützt er dich noch mal ein bisschen. Und für uns gibt es hier ein bisschen Fertigkeitenerholung. Vor allen Dingen kann Hank dich nämlich auch gegen die Explosionsautos schützen, das ist auch ganz praktisch. Also nicht gegen alle, weil das sind echt viele, aber so gegen einen. Ja, ich stelle mich ja hier an die Wellpappe. Oh Mann, das sieht echt bitter aus da unten. Was bin ich froh, dass ich hier in diesem sicheren Bus stehe. Ja. Ich dachte, ich mach einen Massaker. Ja, das ist echt, echt Knochen von dir. Los, Hank, beschütz den Mann, sehr gut. Boah, ich kann meine Rollbomben wieder nicht. So. Was kannst du die nicht? Ja. Die gehen schon wieder nicht hoch. Los, Hank, mach's kaputt. Sehr gut. Ja, guter Hank. Dass der Cooldown durch ist. Ja, bei mir ist er jetzt. Jetzt fängt mein Cooldown erst an. Achso, die waren wahrscheinlich noch braun. Also ein Teil davon hängen geblieben irgendwo. Ja. Eine von den Klinkkugeln. Nein, nicht dahin. Ich muss Hank noch kurz vernichten. Hinfallsposition. Ja. Also, kalt ist mir nicht, muss ich mal so sagen. Und es sieht auch kuschelig aus dort. Vor allen Dingen, ich stehe so, dass ich, wenn jetzt, also es sieht von oben wirklich toll aus. Warte, stapel nochmal zurück. Da komme ich ran. Ja, ich komme jetzt zu der Wellpappe. Aber ich wollte es machen. Ich wollte es machen. Ich bleib hier bei der Wellpappe. Da kommt noch ein Techniker. Ja, ich bin schon wieder. Hast du Techniker gesagt oder hast du was anderes gesagt? Ich habe einen Techniker gesagt. Ich beschäftige ihn. Ach so. Jetzt rutscht der schon wieder da runter. Hat doch vorhin geklappt. Das Gerät ist auch weg. So, jetzt kommen gleich die Dicken. Ja. Hast du gehört, Micha? Sorge dich nicht. Gleich kommen die Dicken. Aber wenn ich dich beruhige, wir sind alle in Sicherheit. Ja. Ich bin wieder der Quoten. Oh, da ist er schon. Ich geb dir mal Schaden gegen Elite mit, ne, Micha? Ich denke, das würde er gebrauchen können. Also, jetzt bleibt Hank doch wieder oben stehen. Hank the Tank würde ich also minimal unterstützen, kaum merklich.
Aber er hat ihm schon gleich einen Rüstungsdödel weggeschniedelt, also. Und jetzt hat er ihn sogar. Das. Guck, schon ist er weg, als wäre er nie da gewesen. Wir schniedeln hier noch ein bisschen was weg. So. Und wenn es dir hilft, ich applaudiere von hier oben. Ja. Das ist sehr gut. Oh, vielen Dank für den Tagesauftrag übrigens, Jungs. Den hatte ich nämlich noch nicht, aber dank eures Einsatzes habe ich jetzt die 10 Kopfschuss-Kills voll. Achso. Okay, Koffer kommt gleich wieder. Oh, jetzt müssen wir mal. Achso, das sind nur wir Druckkanal. Aber nicht auf die coole Art. So. So, da haben wir dich doch wieder. Komm, Dicky, komm, Dicky, komm. Na komm, da war's doch eben. Ich hab's doch gesehen. Ah. Das ist ganz kuschelig. Und ein Einsatzleistungsbehälter, den ich gerade jetzt in diesem Moment wirklich überhaupt nicht verdient habe. Überhaupt nicht. Ich hätte ja den Überlebenslink reingemacht, um dich zu retten, aber ich glaube, das lohnt sich momentan nicht. Aber ihm passiert nichts, wo man hier immer wieder hoch. Solange er sich an die Wand zurückkrabbeln kann, passiert ihm ja nichts. Ich drück das X und hol den Micha schnell zurück. Flupp! Noch mal was raus. Ich hab den in hier. Der Tod ist gleich tot. Ja. Das ist gut. Also nicht für ihn, aber für uns. Die Hungersnot ist aber auch nicht mehr. Also Hungersnot wird von Hank behagt. Los, Hungersnot. Ja. Stirb. Hank, mach ihn kaputt. Hank ist sowas von der Großartigste. Hungersnot ist auch weg. Jetzt ist da unten noch Krieg. Das sehe ich. Ja, das, ach so, das hört man, ja. Geht richtig ab und der Micha ist mittendrin. Micha ist richtig tief im Krieg. Der Micha holt sich schon den ganzen Loot weg hier. Klammheimlich. Ja. Mal realistisch betrachtet, sind wir jetzt nicht eigentlich. Es kommt doch keine Welle mehr danach. Eigentlich können wir doch jetzt rüberhüpfen und Spaß haben mit dem Krieg. Nee, Krieg muss noch weg. Solange der da ist, kommen noch Wellen. Ja. Aber den machen wir doch bestimmt noch fertig. Ich wollte gerade sagen, der Micha steht jetzt da alleine da vorne und macht den ja kaputt, also. Ja, ich meine ja nur, der arme Micha. Ach Quatsch, der hält echt den Hintern hin da vorne. Ja, ich gebe noch mal ein bisschen Wasser mit drin. Den kann er noch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Komm schon mal zurück, weil er. Komm mal her, Krieg. Noch mal ein paar Rollbomben. Überall hin unterwegs, so. Guck mal. Aha. Der ist gleich. Ja. Jetzt ist er durch. Weg. Jetzt stehen hier links noch ein paar, glaube ich. Ein paar einzelne. Ja, ich mache hier erstmal Techniker. So. Und reines Vergnügen. Zack. Köpfchen hoch. So, wir haben mich denn eben gerade. Das war eine gute Taktik. Ihr bleibt da oben und einer geht halt runter. Irgendwo ist hier noch eine Schnüpperette. Ja. Ah, da. Warte, meine Rollbomben machen wird. Der ist gleich weg. Entschuldigung. Ach, schade. Ich konnte nicht widerstehen.
Nein, das ich auch ist nicht. Aber erstmal ein bisschen Loot sammeln hier. Was? Ach komm, den Scheiß brauchen wir eh nicht. Das sollten wir alles um Micha geben. Da ist ja was Grünes. Was? Ja, wie? Was Grünes? Autoritätstaktikersweste. Der Nox hat grünen Scheiß gekriegt. Braucht jemand eine Autorität des Taktikers Weste? Ich hab ich hab noch nicht drauf geguckt. Nö. Ja, na, ich hab sie ja drauf. Ich hab ja eine drauf. Ich kann dir anbieten. Gut, hat immerhin 51% Mundcap drinne plus 1227 auf Ausdauer, hat aber leider nur Exo-Schadensminderung und Lebenspunkte bei Tötung. Ich brauche Elektronik. Okay. Dann ist das natürlich leider nicht so spannend. Ansonsten habe ich nur gelben Scheiß eingesammelt, da hat wahrscheinlich kein Interesse dran, ne? Nein, ich habe auch gelben Scheiß. Sucht noch jemand eine Super M4 Polizei-Version? Ganz dringend. Oder eine M44? Ganz dringend. So wie du das sagst, klingt das ein bisschen, als würdest du es gar nicht meinen. Quatsch. Doch, ich teile. Ich will nur hier oben noch einmal schnell Muni aufnehmen. Weil hier unten gibt es auch nochmal. Ja. Muni? Ja, hier. Muni. Ich habe ja jetzt keinen Muni-Koffer drin, ne? Aber so viel habe ich gar nicht schießen müssen hier. Also das hielt sich echt ungemeinen Grenzen, was man jetzt so verballert hat. Warum wohl? Weiß ich auch nicht. Also ich würde mich über Munition freuen. Hier unten steht auch noch Munition. Hier ist welche. Und runter da. Von hier oben können wir die nicht bekämpfen, ne? Die kommen nicht her, oder? Doch, jetzt. Ehrlich? Aber hier haben wir auch keine Deckung. Einer ist weg. Ja, aber ja. Die brauchen wir auch nicht. Also wenn die herkämen... Aber kriegst du deine Kugel nicht dahin? Nee. Das stimmt. Also ich geh zum Sniper nach rechts hinter den Fahrplan, ne? Was möchtet ihr denn haben? Ich gebe euch mal ein paar Explosivgeschosse. Och. Ach, das ist ja gar kein Auto. Ich habe jetzt versehentlich gerade auf jemandes... Ja, Koffer geschossen. Meine Rollbombe. Versehentlich. Ja. Doch, kommt da auch nicht an. Gut rum. Komm. Guck mal, da sind Gegner. Ja, hier vorne ist viel besser. Endlich macht Töten wieder einen Sinn. Ich kann wieder töten. Du hast dem Leben wieder einen Sinn gegeben. Danke, Topper. Warte. Was denn? Ich hatte auch gerade gezielt. Oh nein! Irgendwas brennt hier. Ach, das bin ich! Hilfe, ich brenne! Das geht hier aber auch. Ich brenne ja schon wieder. Ich komme mal nach hinten, da könnt ihr mich schützen, falls ich sterben sollte. Ah, danke sehr. Das ist natürlich auch hilfreich. War nicht viel, aber ein bisschen. Der Henk räumt ja auch noch ein bisschen auf, Gott sei Dank. Da kommen wieder ein paar neue. Komm, Nachschub. Würden sich wünschen, sie hätten es nicht getan. Oh, da kommt ein Lübcke. Ein was? Lübcke, so heißen die Dicken. In Anlehnung an den trotteligen Assistenten von Danger Mouse. Genau.
Okay. Ist doch klar, du kannst Fragen stellen. Okay. Er sagt, wir sind fertig, dabei sind da noch Feinde, ja? Okay. Ja. Ja, er hat halt nicht mitgezählt. Welche Feinde? Der war nur Deko bang, oder so, der Typ. Bang, bangity bang, ich sag bang, bang, bangity bang. Der war nur so Deko, viel, gleich wird's genau. Ernst. Ja, ich hab auch ehrlich gesagt, ich mach mich schon so ein bisschen. Es wird ernst, ja. Ihr Bene müsst da die Knöpfe drücken. Ja. Wieso? Ich hab doch nur eine Zähigkeit von 12. Und ich meine nicht 12.000, sondern 12. Du hast schnell noch lauter graues Zeug angelegt, ne? Ja, ja, so richtig kenne. So, wir brauchen aber noch jemanden mit einem zweiten Immunkoffer, wenn Nico seiner mal die 20 Sekunden weg ist, müsste der noch einer ihn stellen können. Ja. 10 Sekunden. Oder 10 Sekunden lang. Oder vielleicht hält das auch unsere machen, Heilung dann aus. Dann nehme ich das Geschütz so lange raus. Nicht Lebensretter, sondern den Immunisierer, bitte. Ja, den darfst du aber erst stellen, wenn seiner wirklich weg ist. Weggeknallt. Ja, ihr müsst dann einfach sagen, stell oder so, weil ich vergesse das immer wieder. Ja, ja. Ich bin nicht multitaskingfähig. Okay. Gehst du da runter? Boah, das schießt überhaupt nicht. Was? Ja, das ist. Hab ich auch gerade festgestellt. Frech, ne? Ja. Ah, ist alles so friedlich hier. Ich meine, bis jetzt ging's ja gut. Wollen wir es nachher mal auf Heldenhaft versuchen? Ja. Je nachdem, wie es jetzt hier ausgeht, kann man es gerne probieren. Genau. So, ich muss dann, ich habe da noch einen dringenden Termin beim Proktor. Ja. Ich habe noch Kuchen. Ach, wieder der uns Felder warten, ne? Ganz kurzfristig kam der jetzt noch. Jegliche Art von heroischen Taten sind uns vollkommen fern. Aber ich bin dabei. Finde ich gut. Du meinst, du bist jetzt gerade im Moment dabei. Müssen wir nicht die Kransteuerung aktivieren? Steht hier ja, irgendwann ja. Oder später. Ja, ihr müsst jetzt die beiden Knöpfe gleichzeitig drücken. Ihr müsst euch absprechen, mal dahin rennen. Ich bin schon mal hier. Nox, renn zu dem linken und ich bin unterwegs. Und dann zählt er von 3 schnell rückwärts und drückt. Genau. Drücken wir bei 1? 3, bei 0. Mach 3, 2, 1, los. Das hat doch geklappt. Bevor ihr sterbt. Ach so, auch so. Noch. Du hast Wünsche. Mein Koffer ist gleich durch. Okay, ich bin bereit. Das Ganze müssen wir, glaube ich, noch 3 so, Mal machen. Der letzte ist dann nach hinten. Ja, genau. Naja, du weißt, also wir müssen. Naja, ich hab's ja schon gespielt. Echt? Ja, ich hab's auch schon durchgespielt, sonst hätte ich doch gar nicht jetzt mitkommen können. Aus irgendeinem Grund sterbe ich gleich. Warte, ich hol dich wieder. Ich hätte. Dein Koffer noch im Gang? Ja. Weil dein Koffer. Also. Jetzt nicht mehr. Gut. Weil er kann halt nix. Das ist halt, das ist kein Supporter-Koffer. Rechts haben wir einen. Ja. Ja, weil beide Koffer gleichzeitig standen, hat jetzt keiner geholfen, oder? Nee, ich hatte Bescheid gesagt, als meine aus war. Und mein ist erst gestellt, nachdem der von Nox komplett weg war. Genau, das Einzige, womit ich hier noch einigermaßen helfen kann, ist mit der Befestigung, dass das ja auch seine... Ja. Seine Cooldown ein bisschen verkürzt. Ja. Wir geben unser Bestes. Oh Jungs, rennt doch nicht so viel rum. Ich treffe euch ja kaum. Wir brauchen 9. Oder die Koffer ist noch da. Wo wollen die denn alle hin? Sind hier gerade Plünderer lang gelaufen, die auf die Diener geschossen haben? Wie kommen die denn hier rein? Bei dem vielen Feuer sehe ich überhaupt gar nicht, wo ich hinschießen soll.
Uiuiui, Tiffy, um es mit den Worten eines berühmten deutschen Lyrikers zu sagen. Samson. In der Tat. Oder Uschi Glas oder so, keine Ahnung. Oder beide. Ich glaube, diese Personen verschmelzen. Ach du Scheiße. Was denn? So, mein Koffer ist... jetzt weg. Für den nächsten 9. Danke. Aua, aua, diese Schmerzen, aua, aua, ich bin schon ganz schwach. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Jetzt tut's nicht mehr ganz so weh. Jetzt ist wieder gut. Ich dachte, ich halte euch über meinen Status auf dem Laufenden, das ist doch wichtig in einem Team. Ja. Aha. Ja, ja. Ja, total wichtig, halt die Klappe! Hey, Vorsicht, du hast gesehen, hat geschossen. Ja, ich wollte auch gerade sagen. So, ich glaube, ich habe keinen Koffer mehr. Ja, dann kommt jetzt der nächste. Zack. Das ist sehr schön. Aua, aua, aua. Mein Charakter ist hin und her gerissen zwischen aua und es wird besser. Das ist quasi eine kognitive Dissonanz des Schmerzes. Wird zwiegespalten. Gut, probieren wir es nochmal. Die Schienen sollten jetzt in Ordnung sein. Könnte gleich wieder vorgehen. Ja, na klar. Du weißt schon, dass da vorne lauter Bösewichte sind, die nur darauf warten, dass wir hier hinten unsere Köpfchen hochstecken, damit sie uns dann über den Haufen schießen können. Ja, wir schießen ja auch auf die. Mit Chance. Sollte denn vielleicht jemand einen... Wir geben dir ein bisschen Panzerung. Link anmachen? Ja, warte mal, ich mach den blauen rein. Jetzt können wir glaube ich nicht los, oder? Na doch, da steht schon Doch, stimmt, können wir schon. Den... ja. Ich wie lange war das? Hast du nämlich verloren. Dann kommt ein grünes Feuer. Höllenfeuer. So, dann... also lass uns losgehen. Genau, gib uns blau und los. Zwei. Ohne blau. Los. Bin unterwegs. Bin da. Ich bin da. Okay, 3, 2, 1, drücken. Ich bin schon auf dem Rückweg, ich hoffe du schaffst es. Ich weiß nicht, ob du einen Koffer hattest, ich hab den einfach mal hier hingestellt. Ja. Und jetzt habe ich wahllos, ohne zu zielen und nachzudenken, in die Menge geschossen. Hab nichts getroffen. Egal, ich musste schießen. Das ist ein Regierungsgebäude. Wir müssen ihn wieder runterfahren. Noch zweimal mit der Fahrstelle. Noch einmal. Oder? Oder bin ich gerade blöd? Also, wäre nicht verwunderlich, aber seid ruhig ehrlich. So, Koffer, Kopf. Ja, gut. Ach, da oben ist er. Alter. Oben in der Mitte. Ja. Und links hinten haben wir auch noch einen Sniper. Ja, der ist beim Runterspringen getötet worden von mir gerade eben. Das ist natürlich ärgerlich, also für ihn. Ich habe auch mit drauf geschossen. Aber ich sage Felix hat... ah, oder so. Okay. Ja, wusste ich nicht. Leute, Hauptsache er ist tot. Nein. Das wollen wir erstmal ausdiskutieren, wer es war. Wir können es ja auf zwei Streams angucken und dann gegenvergleichen, wer den Killshot gesetzt hat. Ja, genau. Erstmal alle Kampfhandlungen einstellen, bitte, ne? Genau. Entschuldigung, ihr Videobeweis, wir müssen was kontrollieren. Na, das wär's doch mal. Ich dachte, denn so heißt, du brauchst... mein Koffer steht, stand noch, warte, ja, jetzt hau ich mal weg. Nicht, dass meiner wirklich was bringen würde. Ich fühle mich so schwach. Nee, weil wenn zwei stehen, hebt sich die Wirkung vom Immunisierer auf. So wie jetzt? Das ist das Problem. Ja. Oh, wir kriegen von der Seite. Hinter uns. Wo? Hier vor, oder gerade vor uns. Da, ja. Weg war er. Das hat er, das war eine dumme Idee von ihm. Rechts ist auch wieder einer. Recht nahe. Dunkle Kugel ist gerade zurückgekommen. Ja, meine. Die hat man wieder alle. Konnte keine Feinde finden, das arme Ding.
Sehr schön. Der Sniper ist auch weg. Hab ich gesehen, war mein Abschluss. Ja, ich ganz kuschelig hier. Hoffentlich kommt jetzt niemand, der uns töten will. Ups. Ist da irgendwie da links jemand oder was? Ja, da oben. Sogar zwei. Mein Koffer ist weg. Bitte die Linie steht. Okay. Noch ein bisschen Deckung mit dazu. Erstmal mein Flügelmann wiederbeleben. Danke. An der Seite schießen wir. Ich bin so rot, ich sehe gar nichts. Ah, scheiße. Wieso kann ich mich nicht wiederbeleben? Ich halte doch X. Ich belebe mich gefälligst wieder. Ich hab mich so. Achtung, Koffer kommt. Wir können den Sturm wieder einschalten. Kannst du rumkommen? Das Problem ist gelöst, aber das Ding ist ein Stück scheiße. Oh, die Kransteuerung aktivieren. Ja, geht los. Mein Ulti ist auch durch. Ich kann euch wieder ein Ulti mitgeben. Okay. Dann laufen wir ja jetzt los. Ja, und los. Oh, ich bin in den Feuerpit gefallen. Das war natürlich Aua. Ich bin da. Moment. Ich bin da. 3, 2, 1. Ich könnte es nicht zurückschaffen. Ich schaffe es nicht zurück. Ja. Ich hab's auch nicht geklappt. Ich hab. Danke. Oder? Hat das funktioniert? Ja, er zeigt nichts mehr an oben. Also ich bin erst kurz nachdem ich gedrückt habe, abgelebt. Bin auf dem Rückweg gestorben, von daher müsste es geklappt haben. Gut. Dann müssen wir nochmal nach vorne, dann ist es nämlich von den Pfeilern. Ja. Wundert euch übrigens bitte nicht, wenn ich kurz Englisch spreche, aber ich habe einen lieben Freund aus New York zuschauen. Also von daher, sagt alle mal Hello Bob. Hello Bob. Bob. Hallo. Yes, Bob is from New York and he can now watch us while we are defending his private property. So, die nix. Warte, jetzt den Koffer. Warte, so jetzt. Nox, wir wollen den Koffer. Steht. Hat gerade so hingehauen mit der Abklingzeit, deswegen kam es leider nicht sofort. Ja. Achso. When you say that's pretty accurate, do you mean also the mad guys that jump around us, the trash man with the flamethrowers on their back, is that also pretty accurate and during the Christmas time in New York, or is that just fiction? Just help us out, because we have never been to New York. Und nun stell den Koffer. Micha steht wieder. Ja. Danke. So. Irgendwann mal aufhört, mich zu schießen, das tut doch weh. Vor allem habe ich bald keine Bumpel mehr für meine Knifte. Dann schalte ich also andere. Du bist so klug. KLK. Naja, einmal nachladen kann ich noch. Er muss den welche holen dann aus der Mitte. Genau. Ja, ja, klar, mach ich, kein Problem. Deck mich am Arsch, natürlich nicht. Du weißt wo? Ja, ich weiß zwar wo, aber ich habe keine Lust dahin zu gehen. Was ist das für eine Ausrede? Außerdem habe ich noch 59 Schuss im Magazin und einen zum Nachladen. Du könntest auch deine Pistole nehmen. Ich könnte so vieles. Gut, ich muss Gewehr tauschen. Oh, you go to work with a tank. That's also pretty, well, it's nice. Never parking problems, especially in New York, very useful.
What I can tell you, these madmen here. Really ridiculous. Linke Seite kommt ein ganzer Haufen oben lang gelaufen. Dein Koffer bitte. Auf beiden Seiten kommen jetzt Sniper. Koffer steht. Ich hoffe, er überlebt den Angriff der Irren auf der linken Seite. Ja, guter Zeitpunkt für keine Munition mehr. Und kaputt. Ach, Mist. Ja, ich hab mich am Koffer. Ich mich auch, juhu. Ui, da hat mich aber jemand. Ich hab dich. One-shotted, danke. Da hab ich doch schon wieder jemand kaputt gemacht. Ja. Kein Koffer mehr da? Danke sehr. Ne. Letzte. Links stehen auch noch ganz viele Bösgewitze. Und schon wieder kaputt. Ich überlege keine 2 Sekunden mehr hier. Was ist denn los? Ich auch. Ich hab mich aber... die Sniper. Das sind Sniper. Nico, hier links und rechts. Ja. Ja, ich bin ja schon drauf. Ja, die sind bei mir genau hinterm Pfeiler. Das Problem. Ja. Jetzt. Den Tank lösen. Wir müssen los, den Tank lösen. Ja. Das okay. Ja. Ich hab nämlich kurz nochmal Deckung. Los. Okay. Zack. Weil sonst kommt die grüne Welle und die überleben wir nicht. Ganz sicher nicht. Ich bin da. Ja, bin auch da. 3, 2, 1, los. Ich bin tot. Ich auch. Hat irgendwer Überlebensling? Ja. So, nochmal? Zack. Hier steht wieder. Schnell machen. Schnell erzählen. Ach, hat nicht funktioniert? Nee, hat nicht funktioniert. Okay, bin wieder da. Ah, ja, ich brenne. Feuer. Ich brenne. Egal. Vergessen. Habt ihr es nicht gehabt? Nein. Würde ich wieder beleben. Scheiße. Das hat nicht geklappt. Damals zu lange kaputt. Ja. Na, wir jetzt auch sind die alle. Grünflammen. Ja, genau, deswegen sofort umgefallen. Grüne Flammen? Das ist aber nicht nett. Ja, wenn du zu lange wartest, dann. Das habe ich noch nie erlebt, das habe ich noch nicht geschafft. Doch, wenn du nicht gleich, wenn du kommst, du losrennst dann, und zu lange wartest, dann kommen anstatt die roten, grüne Flammen und die und machen. Die töten dich sofort. Ja, die machen so viel Schaden, da hilft selbst der Immunisierer nichts mehr. Ja, vor allen Dingen, wenn du brennst, ist auch nichts mehr mit Knöpfchen drücken. Ja, selbst wenn der steht, hilft nicht mehr. Gehst du schnell runter mit dem Leben? Ja, aber mich hast wenigstens noch hier hinten gekrabbelt, um bei euch zu sterben. Ich bin da vorne alleine krepiert. Genau. Schön. Ja, aber wir haben es fast geschafft. Feels Batman. Ne? Ja. Ja, fast. Fast ist aber nicht ganz. Wo ist denn der Checkpoint? Ja, immer noch total hier rage-mäßig unterwegs. Ja, ich hab vielleicht auf die Schusstaste gekommen. Rose, wir brauchen sie im Transit-Terminal-System. Hier gibt's doch nochmal irgendwo Muni, ne? Ja. Ja, direkt hier vorne. Das wäre auch echt unpraktisch, wenn nicht. Da gibt's doch Medpacks und so. Okay, Agent, drücken Sie die beiden Power-Knöpfe und starten Sie das. Ich hätte auf den Weg setzen können. Wie hätte. Hast du nicht? Doch, doch, ständig. Jetzt bin ich da. Komm, runter da. Oh, der feine Herr möchte wieder außen rum gehen.
Bob, I know that you're still there and I can see that you wrote something, but please don't be mad at me because he as we Tank died. Jungs? Ja, ihr könnt den Kran, könnt ihr den Kran machen? Also ja, hier, für hier ja, vorne ja, brauche ich euch ja nicht den, den linken. Nee, nee. Nox, du rennst zu weit. Viel zu weit. Nox. Ach, wir sind ja wieder ganz vorne. Ja. Habe ich vergessen. Ah, hab mich schon gefreut. Und los, weiter. Zurück, noch ein Stück zurück. Ich kann leider nichts machen, ich brenne hier unten. Okay. 3, 2, 1, drücken. Hat das geklappt? Ja. Ja. Ich glaube, in der Geschwindigkeit sollten wir in Zukunft immer zählen, wenn wir nicht da vorne krepieren wollen. Brauchen wir einen Koffer? Ja, nee, rennen. Renn gleich zu dem richtigen, renn nicht immer zu weit. Nicht immer, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich hier zu. Das erste Mal in meinem fucking Leben, dass ich zu weit gerannt bin. Das reicht aus. Ich hab grad eine Einsatzleistung bekommen. Ja, dann, wenn wir das ein paar Mal machen hier unten, dann gibt's auch Container, ne? Das ist eine gute Idee. Wir lassen uns einfach ständig von Haufen ballern. Nur um die Einsatzleistungsbehälter zu schnorren. Nein. Eine scheiß Idee. Wenigstens einmal das schaffen. Hast du noch nicht? Klar, ich hab alle drei. Siehst du? Ich auch, aber mit dem Charakter hier noch nicht. Ich hab's ja nicht für dich gemacht, du hast es ja auch alleine gemacht. Ja, aber dank dir haben wir das überhaupt in Angriff genommen. Geschafft. So, mein Gott. Man braucht ja einen erfahrenen Truppführer. Ja. Der, wie man sieht, hier ständig am Boden liegt. Das ist ja. Du hast ja eben haben wir uns alle gemeinsam auf dem Boden geknuddelt, also das ist so. Ja. Großer Gruppenknuddelhaufen. Nox, kannst du deinen Koffer stellen? Ja. Oh, ich sehe, Micha hat auch gerade Einsatzzeichen bekommen. Jawohl. Aber den mache ich jetzt, den mache ich jetzt nicht auf. Warum könnte nicht? Was Wertvolles drin sein, vielleicht ein Medikit oder so. Oder was Munition. So? Ja, das wäre geil. Neuer Koffer kommt. Zack. Perfekt. Was findest du nicht lustig? Doch, doch, alles gut. Ich brenne schon wieder. Nicht auf die coole Art. Na, gleich erster Balken. Aber eigentlich sollte der Koffer das schaffen. Jetzt ja. Bei jetzt mir schafft das auch. Also ich wäre fast tot gewesen, ich war ganz so ein Müh vor tot. Ja, wir hat man alles gesehen, ja? Ja. Also mir springt er immer ein Stück weg und dann wieder zum Anschlag. Ein Stück weg, dann wieder ein Anschlag. Nee, bei uns geht er dann sukzessive runter. Ich weiß nicht, haben wir zu viel Leben? Wahrscheinlich, ja. Zu viel Leben? Ich hab um 170.000. Guck mal so. Dankeschön. Ich musste mich ein Stück an Mrs. Captain Eichhorn ranknuddeln, um noch in deine Gesundheit ranzukommen, aber. Aber ich meine, ein wolliges Seufzen entnommen zu haben, als ich mit meinem Gewehr ein Stück ranrückte. Ah, ist. Tja, wenn man weibliche Charaktere spielt, ne? Mein Koffer ist gleich durch. Wird kaputt? Jetzt ist meiner weg. Nox, deiner? Ja, ich bin tot. Ich bin auch tot. Ach, scheiße. Ich kann nichts mehr machen. Nee, ich leider auch nicht. In dem Moment, wo du gesagt hast, mein Koffer ist weg, da habe ich gebrannt. Team ist verletzt und braucht Hilfe. Blöden We. Ich meine natürlich. Frechheit hier. Gut, eine Runde läuft mal gut, eine Runde läuft ein bisschen weniger gut. Die nächste Runde gewinnen wir dann. Genau. Mindestens. Klein England hat Klein England getötet, steht bei mir. In 47 ja. Metern. Stimmt, steht bei mir auch da. Du bist jetzt achtrünnig. Knallt ihn ab. Ja. Oh ja, ich brauche noch ein paar. Für den Erfolg. Ja, ich auch.
Ich auch. Und zwar ganze 18 Stück. Ich habe 85% jetzt. Also brauchst du noch 13. Hast du es gerade im Kopf gerechnet? Hast du 85% von 20 gerade im Kopf gerechnet? Krass. Was hattest du gesagt? Wie viel fehlen? 8, glaube ich. 3. 3. Ne? Hi. Ja, 3. Ah, warte, Micha, so gehe ich wieder hier in die Mitte. Weil du brauchst 20. Du brauchst 20 Agenten. 85% heißt. Oder andersrum, ein Agent sind 5%. 85 sind dann 15. Also 5 durch 15. 3, 9. Ich wiederhole meine Frage, hast du das gerade im Kopf gerechnet? Ja. Du hast doch gerade heimlich aufgehört zu schießen, hast dein Handy rausgeholt. Nein, ich habe das im Kopf gerechnet, ich kann ein wenig Mathe. Der Streber. Knallt ihn ab. Jetzt muss er abtrünnig werden. Dann mache ich es auch gerne dreimal. Genau, das rechne dir erst noch. Stell dir mal vor, du triffst jemanden in der Dark Zone, der dir das dann freundlicherweise ausrechnet und als Dank dafür knallst du ihn dann dreimal ab. Also, nachdem wir dann ab und zu was extravagantes. Könntet ihr dann vielleicht mal die Kransteuerung aktivieren, bitte? Ja. Ich gehe schon mal die schon seitdem wir hier runtergesprungen sind. Ich bin da. 3, 2, 1, drücken. Erledigt. Aber das finde ich nicht schon mal hingekriegt und ich bin nicht schon wieder zu weit gelaufen, wie ich das ja sonst ständig mache. Ja, ist auch gut so. Lessons learned, also sagt man dazu. Ja. Oder um es mit den Worten von Homer Simpson zu sagen, glaubst du, ich mache denselben Fehler 5-mal? Ach, scheiße. Nein, aber 8-mal. Ich dachte immer, 8 wäre größer als 5. Ja, wenn du mit Homer Simpson anfängst, der hat vieles anders gemacht gesagt. Gemacht. Nox, mein Koffer ist weg. Ja, meiner steht jetzt. Aber. Gut. Aber wir brennen trotzdem wir. Zu früh gestellt. Meiner war aber raus. Meiner war? Ja, da hat er. Wissen ja. Ah, gerade überlebt noch. Sehr schön. Oder hast du den Immunkoffer gar nicht drin, sondern irgendwo? Doch, doch. Guck gerne nochmal nach. Nein, ist der Immunkoffer. Ja, alles, siehst, alles ja. So wie es sein ja. Soll. Trotzdem ja, brenne ich. Warum brenne ich jetzt? Ja, weil er ist aus, ich kann meinen nicht stellen, weil ich brenne. Nicht. Ja. Mach, oh, ich konnte nichts. Medpack nehmen? Nee. Habe ich versucht alles, konnte ich nicht machen. Nee, meine Nox noch war als letzter. Okay, und nochmal. Warum beim ersten Mal lief das doch so gut? Ja. Keine Ahnung, ne? Ist irgendwo. Wir haben einen Bug drin. Der Bug. Ist ein Bug, genau. Ja, das ist ein Bug. Wir schreiben die Devs an und sagen, hier Leute, klappt nicht. Ja, das ist ja auch ein Bug mit den Koffern. Aber das interessiert ja einen Scheiß. Noxus, wir sind alle abtrünnig geworden. Eichhorn hat Eichhorn getötet und England getötet. Yes. Jetzt sind wir eine abtrünnige Agenten-Squad. Nur ich hab mich nicht getötet. Dich habe ich auch nicht gesehen, ja. Du bist der Einzige, der von... Du lebst eigentlich noch. Wenn... Du bist gar nicht tot. Blind und taub. Wo ist der Unterschied zu sonst? So, den da nochmal mit dazu. Vielleicht ist meine Fertigkeitenstärke auch einfach zu schwach, um einen sinnvollen Koffer dahin zu stellen. Nee, das ist, wenn die sich zu sehr überschneiden von der Zeit her. Wenn die bloß einen Bruchteil einer Sekunde gleichzeitig stehen, dann funktioniert der zweite nicht mehr. Das ist super gut. Das ist richtig gut. Ja. Der eine darf ja wirklich erst gestellt werden, wenn der andere weggeplatzt ist. Ja, und wenn's dumm läuft, dann ist das genau der Moment, den du dann brauchst, um in Brand zu geraten, dann kannst du keinen Koffer mehr stellen. Ja.
Wir gehen schon mal ein bisschen Kransteuerung. Ja, wäre schön, ja. Bin auf dem Weg. Bin da. Du auch? Ich auch. Ja. 3, 2, 1, go. Klappt. Nox, pass auf, ich zerstöre meinen Koffer jetzt und du stellst. Okay. Dein dann. Dein. Jetzt. Ich hab extra noch einen Bruchteil einer Sekunde länger gewartet. Ja. Nur also, um sicher zu gehen. Wenn gerade viel Feuer ist. Ja, gute Idee gewesen. Fertigkeit cooler noch. Habe ich wieder Gesundheit. So, zack, da ist der nächste. Zähigkeit. Über 400.000 Zähigkeit und liegt trotzdem ständig mit der Nase im Dreck. Also das. Das kenne ich vom einsamen Helden bei mir auch. Ja, die. Das ist ja, weil das ist hier Exoschaden mit dem Feuer halt. Ja, ich bin auch gleich schon wieder. Das gefällt ihm gar nicht. Da wenn jemand Gesundheit sagt, muss ich ein Medikit nehmen. Jetzt bin ich tot. Oh, okay. Die Koffer wechseln? Ja, meiner ist weg. So. 3, 2, 1 und einer steht. Das klingt so falsch. Ja. Falls noch jemand Gesundheit mit dabei hat, ich. Ja, ich hab gerade gezündet. Ist aber schon wieder alle. Alles schon wieder weggenuckelt. Ja, jetzt geht's auch gerade wieder. Wo ist der Koffer? Da. Da ist der Koffer. Ah, Koffer. So, zack, Fertigkeiten Cooldown drauf. Hä? Ist er schon wieder weg? Dann kommt wieder Feuer. Ah. Fire. Ja, die kamen gerade noch bei mir an. Sehr schön. Gut, probieren wir es nochmal. Die Schienen sollten jetzt in Ordnung sein. Drücken Sie uns alle Bytes und Bits und wünschen Sie uns Glück. Okay. So, die Kransteuerung. Wollen wir gleich, Micha? Ja. Ja, los. Soll ich euch den blauen mitgeben? Ja, mach mal. Ich denke noch nicht, oder? Ach, das ist immer gebraucht, wenn sie vorne stehen. Okay, bist du ich da? Ich bin da. Gut, 3, 2, 1, drücken. Ich hab gedrückt. Ich auch. Ah, mein Koffer ist aus. Scheiße. Wenn dick meiner steht. Ja. Geil, Einsatzleistung. Jetzt ist mir egal, was noch passiert. Ich habe eine Einsatzleistung. Ich gehe nach Hause. Tschüss. Ja.
Blätterst dann wieder hoch. Doch da das Feuerwehrauto. Da kannst du genau, kannst du dann nach Hause fahren. Dann ist hier auch Ruhe. Sag ich einfach meinen Jungs, hey, lass mich mal kurz ans Auto. Viele Jungs? Hast du nur mehrere? Ja, hier die Chefkleine retten. Ja, die Kleine retten. Einer steht rechts neben uns. Naja, ich lad das gerade nach. Jetzt nicht mehr. Felix hat die Nähmaschine. Ja. Das ist MG5. Gut. Ich mach meinen Koffer kaputt. So. Und da ist meiner. Jetzt eigentlich schon die ersten beiden an? Ja, dann müssen wir jetzt schon zum dritten rennen. Ja, da ist ein Ausrufezeichen dran, das siehst du dann auch, wenn du kurz guckst. Ach, ich habe nur kurz schon mal ein bisschen im Voraus denken Achtung, wollen. Entschuldigung. Sniper. Ui. Ja, der hat. Danke. Mich auch. Ich hole mich zurück. Ich hab dich. Danke sehr. Jetzt halt Scheiße und stirb, du Arschloch. Keine Aggression. Oh, der war gut. Okay. 929. Aber oh, jetzt hat er ohne Einsatzleistung. Ist jetzt fehlt noch. Jetzt braucht mich auch noch eine und dann kann man gehen. Ich. Nee, Michael hat er auch schon. Ah, hat er auch schon? Na dann. Kämpfen wir dann noch. Und erwischt. Kann mich ich auch zurückholen. Ah, noch besser. Dankeschön. Was macht dein Köfferchen? Wie lange tut das noch? Ja, circa 10 Sekunden noch. 10? Ja, mach kaputt, ich bin bereit. Gut. Und kann los. Steht. Das hört sich auch sehr falsch an. Ja, wisst ihr das wirklich? Ja, es steht. Okay, da vorne ist übrigens ein Knöpfchen für uns. Kriegen wir einen Supidupi-Schutzlink? Ja, kriegen wir los, jetzt. Und ab dafür. Und rennen. Ich bin da. Bin auch da. 3, 2, 1, drücken. Sehr schön, wie der nette junge Herr auf meiner Nase umgefallen ist, das war wirklich charmant. Ja. Dachte ich mir. Mir sah echt schön aus. Stand da so noch so bei voller junger Manneskraft und plötzlich bohrte sich ein Projektil in seinen Frontallappen und pat. Hatte sich noch gedacht, Mutter, Vater, ich werde euch verstehen. Haben wir. Hatte sich noch gedacht, oh, Gretchen. Sorgt dafür, dass die Kinder eine vernünftige Schulbildung kriegen. Und dann war der immer schon Matsch. Ja, das warst du, Felix. Das warst du. Ja, bin ich auch stolz drauf. So, und dann müssen wir nur noch einmal nach da vorne. Ja, das war dann, wann wir eben gescheitert sind. Das dann ohne zu brennen einfach anmachen. Ohne brennen wäre natürlich super gut. Ja, du
darfst nicht so bisschen. Nox, ist dein Koffer durch? Mein Koffer ist bereit, ja. Gut, meiner ist weg. Meiner ist da. Gesundheit. Also so ein bisschen was, sowas zum Snacken. Ja, wenn alles mal rumbrennt, kann man auch so schlecht zielen. Das ist so unpraktisch. Mhm. Okay, das sieht ganz nett aus. Irgendwo links, irgendwo muss noch einer sein, oder? Links von uns. Leuchtet zwar noch. Ja. Ist bestimmt draußen. Mein Cooldown ist noch nicht durch. Mein Dingens. Aber. Micha? Ja, mein blauer ist auch noch nicht durch. Money. Ja, ich wollte nur mit meiner Suchermine losschicken, ob die den findet. Ja, jetzt kommen sie. Ah, mein Koffer ist gleich weg. Nox? Hast du einen Koffer? Ja. Ah, scheiße. Ja, danke. Ja, sehr nett. Bisschen Deckung. Oh, in einer ruhigen Minute muss ich auch mal mit den Waffen tauschen. In einer ruhigen Minute. Also nach dem Spiel. Ja. Ziel erfüllt, den Angriff überleben. Tank lösen, ne? Aber mein Ulti ist noch nicht durch. Ich hab nur einen Überlebenslink. Okay. Aber den kann ich schnell umbauen. Ne, den Überlebenslink, den sollten wir sicher anscheinend mal aufnehmen. Ja, ich weiß. Haben wir denn einen Schutzlink schon aktiv? Nee, ist noch im Cooldown. Dann müssen wir wahrscheinlich trotzdem, oder? Wenn wir hier seitlich geballert, Jungs. Ja. Da oben. Da kommt gleich gut links aus. Ist Lamm. Links ist noch einer. Den hab ich eben gerade durch deine Bommel durcherschossen. Ja, gut. Aber Nox, wir müssen bald nach vorne, Lamm. Weil sonst eben. Ja. Haben wir den Link, dann rennen wir los. Ja, auf halber Höhe zündig meinen über normalen Lebenslink. Okay. Los, ganz los. Bin schon unterwegs. Alter, wenigstens überheilt. Hm. Ich bin da. 3, ja. 3, 2, 1, go. Ich hab gedrückt, aber ich bin am Boden. Ja, jo. Ziel erfüllt, den Tank grüne lösen. Flamme. Okay. Mist. Ja. Warte mal, wie kann ich mich wiederbeleben, oder? Ich kann mich nicht wiederbeleben. Besser Koffer wäre, ja, weil der jetzt kaputt ist. Der wurde von dem Feuer zerstört. Ja, Mist. Oh, aber wir haben es geschafft. Ja, toll. Der ist tot. Aber ja, ich konnte mich nicht wiederbeleben. Ich glaube nicht, dass das ein Checkpoint ist, oder? Nee, nee. Glaube ich auch nicht. Ich kipp auf. Okay. Halten, also B drücken. Ja. Mach ich. Also, die B. Am besten ist es, wenn mindestens einer von denen, die rennen, diesen blauen Link selber drinne haben, dass wenn ihr ungefähr auf halber Höhe seid oder kurz bevor ihr da seid, dann den blauen zieht. Ich rüste den mal aus. Weil so weit bis nach hinten reicht der nämlich von uns vorne nicht. Fuck, wir brauchen Rose, um das Ding zu reparieren. Rose, wir brauchen sie im Transit-Terminal-System. Was denn? Steht die Welt wieder in Flammen? Wahrscheinlich buchstäblich. Wir hätten eigentlich nur noch den Rest.
Wir müssen davon gehen. Das ist richtig. Von der Drecksbahn, genau. Das ist leider richtig. Ja. Aber ich konnte mich wieder nicht wiederbeleben an meinem Koffer, auch als er noch stand. Ich schätze, weil der zu viel Schaden genommen hat von dem grünen Feuer. Weil ich konnte es auch nicht. Großartig. Wir müssen einfach schneller nach vorne bilden. Denkt an vielen schönen Einsatzleistungsbehälter, die wir kriegen. Ja, das ist auch noch was wert. Ja. Ich möchte aber die Phoenix-Credits und den Einsatz hier abschließen. Ja, aber die Phoenix-Credits hast du ja auch in den Einsatzleistungsbehältern drin. Aber nicht, wenn wir die abschließen. Ja, Leute, du kommt drauf an, wie viele Einsatzleistungen. Eben. Wenn am Ende hier mit 830 Einsatzleistungsbehältern rausgeht. Kransteuerung benutzen. Kransteuerung plus. Ja, brennt doch gerade da hinten. Bescheid, geht hin, wenn es brennt. Ja, los. Gut, ich gehe da hin, wenn es brennt. Bin da. 3, 2, 1. Brenne, siehste. Hab doch gesagt, geh nicht da hin, wenn ich brenne. So, jetzt können wir es nochmal machen. 3, 2, 1. Ja. Ich bin doch so schlecht im Knöpfe drücken, wenn ich brenne. Ja, der grüne Koffer war da. Der grüne Koffer reicht aber nicht bis dahin. Darfst du so wie Schiss haben? Doch, so ganz knapp, oder? Wenn ich mal so den Kreis angucke. Bei dir. Auf der linken Seite. Wahrscheinlich stand er eben anders. Auf jeden Fall habe ich gebrannt. Ja, ich habe ihn jetzt gerade heimlich weggeschoben. Ja. Hab ich doch gesehen. Da mit deinem Stöckelschuh kurz noch nach links geschoben. Ja. Pass auf, Nox, ich hau meinen kaputt. Kannst du deinen stellen? Nein, warte. Der ist im Feuer. Dann stell ich mal schnell wieder hin. Das müsste eigentlich hinhauen. Ja, weil schon rot steht jetzt. Ja, eben. Oh, ich sehe nichts, ey. Ich sehe auch nichts. Drecksfeuer. Muss ich schon mal ein Medikit nehmen, sonst bin ich vielleicht kaputt. Das Leben retten würde. Ich brauche einen neuen Koffer. Ja, das steht schon. Uiuiuiui, TV. Kleine Engel? Nein. Ja. Ja. Und noch eine Einsatzleistung. Ja, das macht was. Das macht sich. Ja, ist doch schön. Ja. Nettes kleines Zubrot. Oder wir machen das deswegen. Nur deswegen. Ich meine, wo hast du sonst schon so viele schöne Gegner? Und Feuer. Und Feuer, das ist das Schönste. Ach, genau. Wir lieben dieses Feuer. Ist nicht so kalt wie im Überleben. Und ja. Habt ihr euch aber echt extrem jetzt ausgesucht. Geh weg, du Feuer, sonst sterbe ich. Na also, hört sogar auf mich. Ah. Frieden, Ruhe, Beschaulichkeit, Feuer. So, Koffer, Nox. Geht. Danke. Aua, aua, aua. Hat jemand zufälligerweise Gesundheit an der Hand? Ja. Danke. Das hat sehr gut getan. Ja, ich fühle mich auch sehr fit. Na dann, reiß runter. Die Hütte hier, reiß die Hütte hier ab. So. Ich dachte, du meinst mein Oberteil. Ritsch. Nee, wenn, dann würde ich dann... Koffer weg, Koffer weg, Koffer weg. Koffer da. Ich meine, wie viele fucking Gleitwas müssen die Cleaners eigentlich in ihren Reihen haben, dass die ein Feuerwehrauto in sowas umbauen können? Ja. Tja. Einen einzigen brauchen die nur.
Gut, probieren wir es nochmal. Die Schienen sollten jetzt in Ordnung sein. Drücken Sie uns alle bei, sonst wünschen Sie uns Glück. Wollen wir gleich in die Quantensteuerung gehen? Ja, wir machen. Ja. Warte. Los. Und jetzt. Alles klar. Bin da. Bin auch da. 3, 2, 1, go! Machen ja, aber grundsätzlich sind die alle, die haben einen inneren, ja, inneren Asbest überzogen. Aua, 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 ah, Gesundheit. Ja, ah, da brennt jemand. Den sehe ich, auf den schieße ich. Ich sehe nichts. Achso. Hör doch mal auf rumzurennen, heute ist doch nicht Hasentag. Oder doch, habe ich es verpasst? Du sagst, die haben Wandertag, heißt das, wir kämpfen in Wirklichkeit gar nicht gegen gemeine Cleaners, sondern gegen harmlose Vorschüler? Wanderer. Ja, also harmlos würde ich die jetzt hier nicht bezeichnen. Vielleicht haben wir uns einfach nur auf dem falschen Bein kennengelernt. Nein. Nein, und wenn es das nicht mehr glaubt, wäre. Ich glaube eher nicht. Ich wollte es ja nur mal, also ich wollte mal einen anderen Denkansatz liefern. Nein. Will töten, nicht denken. Aber auch okay, Entschuldigung. Der ging aber auch in die komplett falsche Richtung, der Ansatz. Aber echt mal. Kann man jetzt so, also... Wir haben das noch gar nicht zu Ende gedacht. Ja, das ist schon klar. Und deswegen hast du schon den Ansatz geäußert, das war schon falsch. Erst zu Ende denken und dann reden. Also Klappe halten. Nox, wie sieht's mit deinem Koffer aus? Ich wäre bereit. So, meine ist weg. Dann stelle ich meinen mal hin. Ja, ja, Feuer. Wissen wir bereits. Feuer, Granaten, Bösewichter. Links oben steht auch jeder hier alles hier bei uns. Idioten, ja, wenigstens sehe, die da links oben rumstehen. Geht es ja sogar noch einigermaßen, aber wenn das so ja, voll, ich voll ist. Ach, so. Uns noch ein bisschen Wasser mit reingegeben. Ja. Oh, jetzt bleibst du mal stehen. Die Kransteuerung aktivieren. Braucht ihr noch einen Kasten, bevor wir wegrennen? Oder hält der ja, noch? Ja, warte so.
So, kannst du deinen stellen? Steht. Nein, der hatte den nach vorne geworfen, der Idiot. Ah, Mist. Warte, ich muss. Oh, ich kann nichts machen. Warte, so, ich stell meinen. So. So, jetzt haut ab. Okay, ich bin unterwegs. Ich bin da. Bin da. 3, 2, 1, go. Läuft. Gut. So, auf. Zurück. Ich bin da. Ich brenne. Ich brenne. Danke. Bitte, bitte. Keinen Kasten? Doch, haben wir. Doch. Na, vielleicht hat er sich die direktive Sondereinsatztruppen aus dem Untergrund mitgebracht und hat mit Brandmunition auf mich geschossen. Könnte sein. Kann ich uns auch reinmachen, oder bringt er leider nichts mehr? Nicht so viel. Nur ein bisschen Schaden oder Flächenschaden. So, ich brenne schon. Mein Koffer ist jetzt. Ich brenne, weg. Ich kann nichts machen. Jetzt kommt der Koffer. So, ich brauche mal eine kurze Sekunde, ich muss wieder meine Waffen tauschen. Scheiße, keine Muni. Ja, gerade geht's ja. Hey, wann jetzt denn? Das hat mich gerade erschossen. Danke. Bitte. Ach, da oben, der hinten Sniper. Links ist ein Sniper, ja. Hinten oben links. Nee, ist nicht mehr. Sehr schön. Zack. Jetzt ist da links noch irgendwo einer, rechts noch irgendwo einer. Das andere links halt. Gibt dir nur zwei links. Männer genau. Und Frauen links. Das gibt's auch noch? Die Erfahrung halt noch nicht immer. Wenn Frauen links sagen, meinten sie meistens rechts. Oh, ich hatte das andere links halt, ja. Ja, genau. Die sind hinten lang rennen, die Jungs. Oh. Machst du alle, ne? Ich muss mal kurz Waffen wechseln, sonst bin ich nämlich auch gleich. Das ist mir jetzt zu heiß. Okay, fertig. Ja, muss jetzt halt die MP jetzt tun für den Rest. Oder du kannst schnell den Bumpel holen. Ach Gott. Jetzt habe ich schon gewechselt. Wie bin ich denn so schnell kaputt? Was ist denn los hier? Na. Weil die uns wieder seitlich beschießen. So, da Tank auslösen. Von Tank lösen. Braucht ihr noch einen Koffer hier hin? Ja. Ja, jetzt bitte. Hier ist der Koffer. So. Okay, wollen wir nach vorne, Micha? Ja. Gut, so, Abmarsch. Ich hab den Link mit dabei. Ich werde auf halber Strecke versuchen zu zünden. Ja. Ist er gerade jetzt? Ich bin da. Okay. Bin auch da. 3, 2, 1, go! Ich mach's selber. Ah, oh, scheiße. Ja. Super! Ah, danke! Oh, Mist! Na hier, links. Wie schnell der seitwärts laufen kann, ey. Ja. Oh, ist noch was ein. Hier ist noch einer hinter uns. Okay. Nicht mehr lange. Oh. Ich hab den Eichhorn. Danke. Ist noch einer hinter uns.
Auch wieder weg. Noch einer rumgekommen? Ja. Hm. Auch weg. Jetzt nur noch vier. Noch ich liebe diesen Sniper und rennen dabei und snipern dabei. Ja, natürlich. Das sind gut ausgebildete Müllmänner, was hast du erwartet? Die können mit der Sniper zielgenau schießen, während sie rennen. Die halten dabei wahrscheinlich die Luft an, die atmen wahrscheinlich überhaupt nicht. Da rennt sie nicht raus. Warum haben wir das davor nicht geschafft? Weil wir uns zu langsam waren. Ja, ich gratuliere euch auch. Oh, nochmal eine Einsatzleistung. Eine Maske, Sondereinsatz mit Maske, eine Covert, eine SKH und eine Ausdauermod. Und eine Einsatzleistung. Tada! Also ich hab hier was von Firecrest bekommen. Ah, ist hier eine Munition? Ich hab nix Grünes. Ja, hier gibt's Munition. Soll ich jetzt zeigen, wo? Ja, zeig mal bitte. Guck mal, hier sind da links, rechts die Gräben. Wenn du da runter springst. Ja. Also einfach mal hier, guck mal, und dann. Mhm. Tada! Aha. Bin ich eben zurück. Auf der anderen Seite ist ein Graben, da ist halt die Nordleiche. Da ist auch so ein Kasten mit Muni. Genau gegenüber. Aber wir haben doch alle getötet, wir brauchen keine Muni mehr. Nee, ja, oder? Oder gibt's hier auch einen Graben? Warte mal, wo ist denn hier der Graben? Aber er zeigt mir hier doch immer noch welche an. Was, Gegner? Die sind draußen. Ja, draußen, ja. Okay. Ah, hier, ja, mit denen hier ist er. Ja. Hier in der Ecke steht sie. Möchte jemand eine Super 90 mit brutal und tödlich? Nein, danke, die ist mir zu brutal. Und tödlich. Ja, Super 90 ist mir zu doof, weiß ich nicht, mag die nicht. Wenn, dann lieber die M870. Ja, die habe ich auch dabei. Die macht richtig Mörderschaden, ich denke. Ja, ich habe mir sicherheitshalber auch mal zwei Shotguns von einer Weile gebaut. Ja. Die M870, ja. Er ist zwar nur eine Express, aber die hat brutal zerstörerisch und räuberisch. Das ist eine ganz schöne Kombi. Ja. Jetzt muss ich aber irgendwie schnell Team machen. Oh ja, das hast du dir verdient. Apropos verdient, jetzt so richtig turbogeilen Loot habe ich jetzt hier aber auch nicht rausgezogen. Ja, nee. Man hat so zwei, drei Phoenix-Credits bekommen, aber... Ja. Hoffentlich ist in den Einsatzleistungsbehältern wenigstens mal was Vernünftiges. Glaube ich auch eher weniger. Naja, ich hatte in einem hatte ich schon Colonel Bliss Holster drin. Tatsächlich. Ach so. Mhm. Okay. Denn die benannten Rüstungsteile sind da drinne oder im Survival-Behälter. Ja. Oder du kriegst sie halt da, wo die Jungs sind. Also zum Beispiel Barretts Weste von der Barrett und so weiter und so fort. Ja. Aber die ist ja so gering, die Chance, dass du die da bekommst. Das ist wahr. Aber ich weiß auch nicht, wie die Chancen verteilt sind, wenn du die in den Kästchen drinne hast. Ja, da wird bestimmt auch nicht viel höher sein. Also falls jemand die Farmas haben möchte, ne, mit räuberisch begabt und unkompliziert. Nein. Die Farmas? Nein, ach, geht ja auch nicht, die war ja in diesem ollen Behälter drin, Entschuldigung. Ah, ich wollte gerade sagen, die Farmas, die sammle ich schon ewig. Nein, stimmt nicht. Ich bin mit meinen beiden Sturmgewehren, AK-47 und M4 Polizeiversion, das ist, glaube ich, eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hab die. Nee, Leichtversion. Liberator hab ich. Ah ja, die ist auch nicht schlecht. Ich bin generell eigentlich gar nicht so der riesengroße Freund von benannten Waffen und benannten Rüstungsteilen, aber die Liberator ist noch eine ganz feine und bei den Rüstungsteilen muss ich sagen, den Holster, den ich bekommen habe, der ist auch ganz nett gerollt, aber ich finde das Talent halt vollkommen unsinnig. Das heißt unsinnig, also du kriegst halt irgendwie 2% oder 5% mehr Schaden pro Treffer, den du nacheinander auf ein und dasselbe Ziel mit einer Faustfeuerwaffe ablieferst. Ach, aber ja, okay. Mhm. Ja, danke. Ja. Hier liegt noch so viel goldenes Zeug rum. Sie ist auch einfach Scanner. Naja.
Was ich aber nicht mitnehmen kann irgendwie, weil er sagt voll. Das sind wahrscheinlich Waffensets oder so. Ja. Was? Oh Gott, Hilfe. Granaten sind bei mir voll, also passt schon. Jetzt habe ich nämlich da zerstörerisch für viel Geld reingeholt. Brutal zerstörerisch und kompetent. Ich eine Covert SRS und eine SKH. Okay, weil ich die ganze Zeit mit einem Sniper gespielt habe, hat er mir jetzt mal zwei Sniper-Gewehre angeboten hier. Geschenkt. Ja. Der eins ist scheiße und der andere ist nicht besser. Scheiße. Achso. Ja, cool. Schön. So gut zu wissen, wenn man merkt, geil, das hat sich richtig gelohnt. Ja. Und vor allen Dingen, ich habe zwei Dead-Eye-Positionierungsknieschoner bekommen. Einen als Missionsbelohnung und einen in einem Einsatzleistungsbehälter. Ich kann sie also beide nicht teilen, was aber nicht schlimm ist. Beide doof. Mhm. Der eine hatte immerhin noch gegnerischen Rüstungsschaden, aber... Kannst du es teilen? Ja. Was ist es denn? Ich kann es nicht teilen. Dann teil's nicht. Dann teil's halt nicht. Ich hab vorhin zwei von dem Scheiß. Also egal. Maske des Stürmers, auch Kacke. Kann ich auch nicht teilen. Revolverheldenweste. Oh, mit erbarmungslos Talent. Also ich kann noch schlecht gerolltes Firecrest anbieten. Oh, das klingt spannend. Das hätte ich gerne nicht. Spielt jemand Stürmer? Aktuell noch nicht. Bräuchte man höchstens noch Rüstung aufrollen. Der hat 1245 Schusswaffen, 12.500 Fertigkeitenstärke und Munition drauf. Plus Rüstung fehlt. Also müsste man die Fertigkeitsmaschine wegrollen und Rüstung ruf oder so. Rucksack okay. Oder Maske? Ja, egal. Ich sehe gerade das Kennzeichen dran. Oh. Dann ist jetzt ein Mülleimerzeichen dran. Jupp. Hey, der ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, Mülleimer. Ja, für jemand, der spielen möchte, ist der an sich wahrscheinlich nicht schlecht. Aber vielleicht baust du irgendwann einen 12-Charakter, der das dann macht. Das könnte natürlich sein, ne? Das könnte ist. Wie viel habe ich denn auf meinem Rucksack eigentlich? Wenn ich mal die Waffenmod wegnehme. So, auf die Seitenhochgänge kommen wir gar nicht rauf, ne? Da wollte ich auch nochmal langlaufen, um den ganzen weißen Scheiß einzusammeln. Aber ne. Ich habe auch schon versucht, hab keinen Weg gefunden. Gut, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass da der heiße Scheiß rumliegt. Ne? Ich habe nur 1190 Aufschusswaffen bei meinem Stürmerrucksack. Naja. Dann werde ich schon irgendwann noch einen besseren finden. Ja, ich hätte hier einsame Heldrucksäcke, aber ohne Rüstung. Und ich habe eine Herrenboutique in Wuppertal, wo ich einsame Heldteile verkaufe. Ja, die ist schon frei gefüllt, oder? Das Lager kühlt doch über. Das Lager kühlt über, vor allen Dingen habe ich jetzt ja auch noch finale Maßnahmen mit dazu aufgenommen. Das ist ebenfalls frei gefüllt. Ich glaube, darauf gönne ich mir einen Schluck Multisaft. Das Einzige, was ich schade übrigens... könnte ich. Aber mal später vielleicht. Mal gucken, wie lange es hier noch dauert. Oh Junge. So, also jetzt auf heroisch oder jetzt klarer Hinweis? Ach ne, lieber was anderes. Lass uns mal Forgotten Lost nochmal schön spielen. Das müssen wir sogar auf schwer machen, weil ich Forgotten Lost tatsächlich, glaube ich, noch nie beendet habe, wenn ich mich recht entsinne. Schwer gibt's nicht mehr auf Level 5, Feld 5. Kann ich denn da überhaupt mitspielen? Ja, natürlich, weil die schwächste Stufe ist herausfordernd. Wir spielen es immer auf der leichtesten Stufe. Kam mir auch ehrlich gesagt, jetzt wo du sagst, relativ leicht vor. Eigentlich geradezu beleidigend leicht. Genau. Ein großes Kotz. Aber Micha, wir sind doch gemeinsam in einem Party-Chat. Ich höre doch, was du sagst. Da kannst du doch... Ich bin... Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Schön, dass du es gehört hast. Ist auch so gemeint. Das freut ja, mich. Jetzt bist du wieder dran. Man muss ja auch ganz objektiv sagen, dass Großkotz mit einer der, nettesten Sachen ist, die du zu mir sagst. Was wäre dann? Muss ich noch schnell beim
beim Spezialausrüstungshändler eine Kiste kaufen, sonst liegen wieder überall die Phönix rum. Ja. Oh ja, das ist natürlich nicht schön. Verdammt, ich kann kein neues Werk. Ich hätte gedacht, dass das Werkzeug wieder da ist. Ja. Hier ist auch niemand? Was ist denn los hier? Die Luft. Ah, jetzt. Das ist witzig. Die Bösgewitze hier haben mich tatsächlich schon bemerkt, bevor sie überhaupt gespawnt waren. Das ist witzig. Nox, du weißt aber schon, dass du momentan die vierfache Menge an Bösewitzke hast. Da, ja, aber ich bitte dich, es sind 34er Plünderer, die hier rumstehen. Ich wollte nur gucken, ob ich das Werkzeug von der Basis looten kann. Das war aber weg und da war ich so traurig, dass ich jemanden töten musste. Ah, okay. Ja, nee, ja gut, das kann ich verstehen. Ja. Ich wurde da auch belohnt mit, was kriege ich Schönes? Was kriege ich Schönes? Eine Super 90 Marine-Version. In lila. Nein, oder? Schon in gülden. In grün. In grau. Grau ist das in neue. Grau. Grau ist das neue grün. Nein, mint. Ja. Mint. Das ist wichtig. Grün ist grün, aber mint ist mint. Also den verlorenen Falken. Klar. Egal, entweder den oder den klaren Himmel. Ja. Ist mir eigentlich auch Wumpe. Hauptsache nicht mehr die blöden Feuerspasten. Also beim Clan. Also auf dieser Karte habe ich den Clan Himmel noch nicht. Da habe ich den Falken schon. Aber wenn Nox sagt, er hat auch den verlorenen Falken noch nicht, dann ist es ja eigentlich Wumpe. Ausgeglichen. Genau, ist wirklich Wurstpiep egal. Ich lege auch tatsächlich nicht großen Wert darauf, dass alles irgendwie. Also. Nö, alles gut. Ach Quatsch. Also die Incursions waren nie irgendwie ganz weit vorne auf meinem Radar. Ich habe mich gefreut, als ich dann endlich mal Untergrund 43 jetzt hatte und dann ist eigentlich auch gut. Seitdem spiele ich Division eigentlich, na klar, seitdem spiele ich Division eigentlich nur noch so für Teamplay halt eben. Und die Belohnung ist überall die gleiche, von daher ist es eigentlich total... Ja, und ich brauche eigentlich auch gar keine Belohnung mehr. Zwei Charaktere habe ich, die... schön ausgerüstet sind und da geht eigentlich nicht mehr viel besser. Also entweder müsste ich die anderen beiden Charaktere endlich mal hochspielen, dass es sich wieder lohnt. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie die jetzt so zurzeit ausgestattet sind. Wie zwei Charaktere hochspielen? Naja, ich habe doch noch den 7er mit dir. Ja. Und den 7er mit dir und noch den einen Slot, der noch komplett frei ist. Ja, der ist in 3 schon hochgespielt. Namen chillen. Namen. Namen chillen. Hallo. Ich schmeiß gerade ganz viel Zeug weg, also wundert euch nicht, wenn ich... Mist, verlaufen. Das klingt gut. Im Lager verlaufen oder was ist passiert? Ja, er hat sich im Lager verlaufen. Braucht jemand das ballistische Schild? Nö, ne? Ja. Stoffteile umwandeln, das kriege ich hin. Was? Dann hole ich mir noch einen Kasten. Juhu, noch einen Kasten. Yay! So, pass auf, ich hab eine Idee. Also, wir teilen uns jetzt kurz auf. Das klingt spannend. Nox geht mit kleinen England runter, macht Felten. bis zum Endgegner. Ja, das ist und gut. Ich ja, bin schon ja, mit Felix hier oben beim Drachen, beim Clan, beim Clan Himmel. Und wir machen da auch bis zum Endgegner, weil wir wollen ja die Belohnung abgreifen. Das ist natürlich. dann springen wir gegenseitig zum anderen. Ja, das brauchen wir nicht. Also ganz ehrlich, zwei Incursions gleichzeitig spielen, da brauchen wir doch keine Unterstützung. Das wäre ja noch. Aber wichtig ist, dass wir dann gleichzeitig zu den anderen springen. Ja. Ja, oder? In Fluss, keine Ahnung. Wenn wir beide bis zum Endgegner spielen und dann jeweils zu dem anderen ja hinwollen, um den Loot abzufarmen, wird schwierig, wenn zwei zu dem. Jeweils Endgegner stehen bleiben und dann müssen alle dann bei dem einen sein und danach alle zu dem anderen. Ja. Ja, ich denke, das müsste eigentlich klappen. Oder vielleicht geht's auch ganz furchtbar schief. Aber auf jeden Fall könnte es sehr witzig werden.
Da oben wird auch schon wieder wild hin und her gesprungen. Ich sehe das da. Ja, wir machen natürlich nicht die zweiten Incursion. Ich spring mal zum kleinen England hoch. Der steht ja da oben schon. Ich glaube, ich gehe mal kurz. Ich gehe noch mal kurz. Ich spring noch mal kurz ins Safehouse und gehe mal pinkeln. Was Safehouse pinkeln? Hä? Ja, gar nicht. Da sind aber diese Spinte, weißt du? Achso, ja, ja. Also, ich bin hier direkt vom Dixie gespawnt. Genau. Kann gleich mal hier. Aber ich krieg die Tür nicht zu, dann guckt mir jeder zu. Nee. Das mach ich. Und jetzt als Mädchen, ne? Was hat denn der Waffenhändler hier? Nein, ich komm doch schon hoch zu dir. Bist du jetzt alleine? Warte. Nein, jetzt ist der Nox ist auch hier. Der Dirk ist auch hier. Ich? Ach. Ja, ja. Er kann ruhig zugucken. Kann sich das ruhig angucken, wie dämlich du dich anstellst dabei. Mhm. Ich musste eben bloß nochmal im Safe was auffüllen, weil ich hab zwar mein ganzes Zeug verkauft, aber nicht aufgefüllt gehabt. Und das war nicht so clever. Mhm. Ja, das sieht besser aus. 250 Schuss sind besser als 103. Wie viel? Boah, ich hab 183. So. Bei der Sniper 251 habe ich bei der Sniper. Warte mal, dann nehme ich jetzt erstmal den Überlebenslink rein für hier vorne, ne? Sicher ist sicher. Eine Erholung. Und den nicht den Immunkoffer, sondern den. Ich habe den Munikoffer. Ja, habe ich schon drin. Für die Cooldown-Zeiten. Oh. 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 Oh, das ist nicht so schlimm, ja. Nein, wir müssen erstmal hier. Das ist nicht so, als würde ich das nicht alles mitkriegen. Ich beobachte nur. Ja, du lädst schon wieder die ganze Zeit nach. Nervt. Ja, bei mir das? Bei mir nicht. Ja, ja. Schieß einmal und lad echt nach, bitte. Danke. Dich immer gerne. Das freut mich. So. Noch irgendwas? So. Ich muss mal kurz nochmal auf meine Fahrhärtigkeiten gucken. Weil den Immunisierer werde ich hier nicht brauchen. Nein. Da gönne ich mir vielleicht lieber. Und da das auch die einfachste Stufe ist, natürlich alle nur mit Pistolen, ne? Ja, davon bin ich ausgegangen. Klar. Dass du das überhaupt erwähnst, beleidigt mich. Ich habe ja keine Munition aufgefüllt. Ach, ich hau damit. Wie im Überleben, wo ich getötet werden wollte, aber trotzdem noch zwei Plünderer totgeschlagen habe. Ja. Sehr schön. Entschuldigung, hat hier etwa jemand nicht seine Pistole in der Hand? Weiß nicht. Ich hab. Ich geh hier hoch. Ich auch. Zum Snipern. Ach, der feine Herr geht da hoch. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ich sniper die mit der Pistole weg. Ja, okay. Ja, klar. Ich stelle schon mal den Munikoffer so. Ach, hier ist kommt hier. Überquert das Spielfeld. Da hinten ist doch ein Sniper. Was ist denn, wie wär's denn unser Sniper den anderen Sniper wegsnipert? Wo denn? Hinten links. Sicken. Ah. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ja. Ah, am Auto. An der am Auto bin ich gerade dran. Gut. Die ist weg. Hier hast du getroffen. Einsatzleistung. Och, nicht schon wieder. Alternativroute zum Ziel entdeckt. Genau, Mädel, geh mal da hin. Und der ist weggefallen. Da oben drauf steht, das muss man machen. Das ist die
beste Deckung, die man haben kann, auf einem Autodach. Guck mal, jetzt hat er es gemerkt, kurz vor Tod. Ups. Also da, der Sprengstoff liegt schon da. Oh, wo? Einsammeln und anbringen? Ja, ich mach das schon. Vor Klein England. Oh, vor Klein England? Ich dachte, der liegt hier hinten links. Nee, nee, da muss gesprengt werden. Der liegt hier am Auto. Wenn du da hingehen möchtest. Da sehe ich ihn. Ja. Jawohl, bin unterwegs. Mal kurz die Pumpen hier noch wegräumen. Halt ein Auto rein. In der Luft rein. Was jetzt? Hab ich den jetzt schon? Ich kann mich gar nicht erinnern, irgendwas aufgesammelt zu haben. Ja, du brauchst nur rüberlaufen. Du hast den schon. Du hast die komische. Du hast wieder die Raute des Grauens über deinen Kopf. Ja, ich sehe das schon. Oh, dieser scheiß Sniper hat sich hinter dem Kran versteckt da, ey. So. Oh, danke sehr. Bitte sehr. Und jetzt geht die Sonne auf dahin. Super. Bringt uns mehr Sprengstoff. Jetzt endlich ist weg. Ist die Sonne ziemlich nicht. Nee, die Sniperin. Hier sitzt immer noch eine. Hinter dem Quartermaster-Schild, glaube ich. Wie soll man so arbeiten? Jetzt sehe ich niemand mehr. Ich sehe nur noch da oben die. Und komm hoch, Sniperin. Ja. Schon klar, jetzt spammt er mich hier oben mit Granaten zu, ja? Kleine Fettsack. Entschuldigung, hier sitze ich. Geh weg. Ach, diese Rikers. So liebenswert, ne? Ja, nette Gesellen. Ja. Trauma immer gut drauf. Schwiegermutter. Bringen immer Kaffee und sowas mit, wenn sie kommen. Also doch, nicht wirklich. Ja, haben immer was dabei. Hab die noch nie eingeladen und es ist einer ohne was angekommen.
Da liegt der Sprengstoff. Ja. Ich schnapp den mir mal. Und jetzt sprengen. Sam. Erstmal auffüllen. Zeug. Zeug Animation. Zuck. Nicht vielleicht eine Medikit hier hingeworfen? Das wäre total nett. Ja, da hinten gibt's neue. An der Kiste. Welche? Die jetzt hier kommt. An der Munikiste gibt's neue. Nicht bei der hier draußen, nämlich. Nee. Ach, stimmt, genau, bei der da drinnen kriegst du eine neue. Ich erinnere mich düster. Sie haben ihn. Agents, hört ihr mich mit eurem Hals? Ich sag sogar die Sonne aufgegangen. Wenn ihr doch nur das Grinsen in meinem Gesicht. Ja, mitten in unsere Hackfressen. Wie soll man so schießen? Oh, Reinhängler, du schiebst mich einfach weg, ne? Du willst mich über die Leitplanke drücken, mein Freund. Was hab ich? Ich hab's auch gesehen. Ja. Sah voll fies aus, hab ich auch gesehen. Ja. Das arme, zarte Mädchen da. Hä? Ja, er wollte sie hinter der Leitplanke haben. Ja. Aha. Ja, wollte ich. Ja. Wissen wir ja Bescheid. Gut. Oder auch nicht. Wie sieht unser Plan aus jetzt? Einer schleicht sich jetzt da hinten zu dem ersten Koffer. Bin schon unterwegs. Verkehrt Richtung, oder? Wird andersrum gehen. Wieso? Erster also. Koffer wird bei mir direkt vor meiner Nase angezeigt. Ja, nicht der Laptop, der hinten der Koffer, wo der zweite mal liegt. Wisst ihr, wo der liegt? Aus dem Kopf? Nicht so genau. Müsst mich jetzt dirigieren von da hinten. Ja, jetzt im Prinzip gerade über den Platz rüber. Da steht so ein Dicker da hinten. Gerade über den Platz rüber, so Richtung Helikopter. Nein, nicht nach links, Richtung geradezu. Richtung der gestreiften Zelte. Richtung der gestreiften Zelte. Wenn du jetzt gerade zuguckst. Jetzt. Warte mal, ich gerade auf den Helikopter. Nee, warte, pass auf, ich komme ein Stück zurück. Hier ganz hinten sieht uns noch keiner. Links habe ich nichts. Guck mal, jetzt läuft. Nico läuft einfach hin. Genau. Ah, die Streifenzelte sehe ich natürlich nicht, weil sie jenseits der Pyramide sind. Guck mal hier. Und da hinten ist ein Dicker. Den sehe ich. Und neben dem liegt das Ding. Neben dem? Ihr wollt also, dass ich jetzt einfach so auf den Dicken zugehe? Ach, der geht gerade weg. Dass du dich da versteckst, sodass er dich nicht sieht, ja? Genau. Ja, und wir machen hier vorne Rambule und dann haut er ab. Bin gar nicht hier. Glaube ich. Also, ich hocke jetzt direkt neben ihm. So, dann fangen wir an, hier zu schießen. Macht genau. Mal. Genau. Die Arschlöcher brauchen noch ein bisschen Schmuck. Ein paar Kugeln im Gedärm werden dem Plan gut stehen. Bisschen Wasser. Also, noch steht er direkt da vor mir. Er hat sich kein Millimeter bewegt. Okay. Und das Geschütz aus dem Heli schießt auch schon auf mich. Nee, der geht das nicht natürlich weg. So. Dann muss ich leider töten. Wenn du es schaffst, ist das gut. Wenn nicht, ist es schlecht. Er bewegt sich überhaupt nicht. Ich habe ihm gerade ein komplettes Magazin in den Kopf gepumpt. Er bewegt sich nicht. Ja, dann töte ihn. Komplett mit noch einem Magazin. Ja, oder zwei oder drei. Ja, hätte ich besser getroffen, hätten drei Magazine gereicht, aber nach dem dritten Magazin ist er tatsächlich jetzt endlich mal tot umgefallen. Gehe ich am besten vorne oder hinten rum? Äh.
Hier aber in unsere Richtung vorn. Ich hab doch mein Medikit genommen, verfluchte. Entschuldigung. Diese, ja. Also seit 1.5 also ziehen meine Medikits nicht mehr. In der Mitte über den Platz hättest du kommen müssen. Soll ich da hingehen? Dirk wiederbeleben? Ah, weil, ach weil, nein, brauchst du nicht. Ich kann auch sterben. Bis da hinten reicht. Mein Koffer ist gleich weg. Felix? Ja, ich. Oh, da sitzt ja schon jemand. Ist trotzdem besser hier zu hocken als nirgendwo. Ja, mein Koffer ist raus. So. Kommt gleich wieder. Ich frag noch ganz unschuldig, wo soll ich lang gehen? Da bin ich wieder. Kannst du mich einmal. Ich mach schon. Ja, danke. So, Koffer kommt. Ah, die Sniper-Tuss ist ja noch da. Ja. Oh, jetzt geht wieder in Deckung. Musst du auf mich zu schießen, das ist nicht nett. Ich hab dich. Ja. Danke. So, ein Kopf hast du eingesetzt, oder? Ja. Wenn der erste ist drinnen, ne? Der erste Koffer? Keine Ahnung. Hast du den Redemarkt, Nox? Nee, ich bin doch gestorben. Ich hab den wieder. Bist du immer noch tot? Ah, nee. Okay, der Koffer liegt da noch, okay, gut. Ich weiß. Aber der hinten hüpft noch nee, rum, der mich genervt wusste hat. Wusste man ja nicht. Genau. Nee, hier hinten ist heißes Pflaster, da komme ich nicht hin ohne Schutzlinke. Den habe ich noch nicht wieder aktiv. Hi. Weil du solltest kaputt. Am besten noch nicht mitschießen. Mein Koffer ist gleich weg. Ah, Mist. Ich bin auch hin. Halt. Kann mich auch auf meinen Hintern zu schießen? Ah, der ist auch weg. Ja, deswegen, ich bin gerade so, ich komme hoch, Koffer ist wieder. Ja. Ja. So, das wird dauern. Ich hab dich. Danke. Schnell den Koffer stellen, bevor der selber. Kannst dich auf die andere Seite von der Wand hocken, dann bist du in Deckung. Oh, Vorsicht, Mörser. Boah, jetzt lad doch mal nach, ey. Ah, Mist. Na, ich kann mich wieder beleben. Lohnt sich das denn? Scheiße. Ja, wir kommen hier nicht weg, weil zu viele hier vorne sind. Boah, ja. Mist. Geh runter. Verdammt, wir brauchen Verstärkung! Boah, ich war auf Schlachttod. Verstärkung, genau. Belebt ihr euch mal selber wieder? So. Ja, pass auf, Janne. Ja. Oh, mein Sack, ich bin auch weg. Ja. Ich wollte gerade fragen, er fängt schon an hier runterzuzählen, ja. Starte neu. Ja, Nox, wenn du dann hinten dann den Koffer holen willst, ich weiß zwar nicht, ob du gemacht hast, aber du darfst nicht schießen. Nee, ich habe auch nicht geschossen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gestorben bin, weil ich von dem Geschütz beschossen wurde und von den anderen Cleanern, die da ankamen. Weil mein Schutzlink hat mich leider nicht lang genug geschützt. Aber durchs nächste Mal nehme ich einfach den Weg innen rum. Das ist zwar erstmal ein Weg zurück, aber. Macht nichts. Ist dann, glaube ich, sicherer. Und zur Not, wenn du merkst, dann lieber den Koffer fallen lassen und erstmal wieder in Deckung nehmen kannst.
Ja, ich habe auch ein bisschen geärgert, weil er hatte eigentlich ein Medikit genommen, aber das hat er mir nicht mehr rechtzeitig gegeben. Ich habe das Geräusch noch gehört, aber naja. Ja. Ich glaube, ich habe aber, glaube ich, keins verbraucht. Okay, Dicky ist hier. Ich sehe ihn. Gut. Wenn wir jetzt schon Randale machen? Du weißt ja nicht, wie hoch er ist jetzt da? Wie weit er ist? Bin direkt neben Dicky. Bin direkt neben meinem Ziel. Jetzt dreht er sich wieder um. Ist ganz aufmerksam. Bleibt wieder stehen. Scheiße, jetzt hat er mich bemerkt. Ein Sniper ist weg. Noch zwei. So, jetzt habe ich erstmal den Deckel hier kaputt. Ach, jetzt ist er weg. Bede. Hm? Ja, so. So schnell nicht in Deckung gekommen, wie ich wollte. Weil du immer auf das Deckung rausfliegst. Ja. Nein, ich hab doch fallen gelassen! Das ist zum Kotzen. Ja, genau, schmeiß noch eine Granate auf mich drauf. Komm mal hin. Ah. Wer es ist? Ich hab mich am Koffer wieder. So, ich will nur hoffen, dass er noch lange genug steht. Jo. Es ist so furchtbar. Jetzt ist er nämlich weg. Vielleicht ist mein Controller auch einfach alt, dass er nicht rechtzeitig genug reagiert. Wenn es dir um Millisekunden geht, musst du ein Kabel anschließen, dann reagiert er ein bisschen schneller. Oh, ich kann keinen Koffer. Ich kann keinen Koffer stellen. Okay. Jetzt. Oh, Glück gehabt. Super, ganz knapp, ja. Ja. Er hat immer die Handbewegung gemacht, als wenn er den Koffer stellt. Aber dann kam nichts. Komm, lad nach, bisschen schneller hier. Alter! Ich lege rechtzeitig ab, gehe jetzt rechtzeitig in Deckung und das Medikament kriegt er aber nicht. Es ist zum Kotzen. Wer schießt jetzt eigentlich hier auf mich? Nur das Geschütz, oder? Felix, ich hab dich, oder? Ja, ich mach schon. Selber. Mich das Geschütz leider wieder zerfetzt, weil irgendwie ich keine Medikits nehmen darf. Ich kann es nicht erklären. Ja, weil ich kann ja mal probieren, ob das reicht bis dahin. Ja, warte, ich gehe hin, ich lauf wieder entgegen. Ja, aber dein Link ist noch nicht durch, ne? Meiner? Ich habe ihn gar nicht benutzt. Ich habe ihn vorhin so wiederbelebt. Ich liege in der Mitte vor der Säule, vor der Siegessäule. Hast du dich, Felix? Ja. Blödes Geschütz. Lass den Jungen in Frieden. Oh, mein Koffer ist weg, Felix. Deckung wieder. Danke sehr. Ich hab dich. Danke. So, Koffer kommt. Dieses doofe Geschütz lässt ja auch nicht locker von mir. Wenn ich nicht voll geheilt bin, wenn an der Granate, bist du tot. Danke. Weg.
So, der erste sitzt. Super. Jetzt musst du erstmal zu uns kommen oder so, weil wir müssen jetzt hier gleich erstmal die ganze Masse rüberlocken. Okay, ich bin schon auf dem Weg. Noch nur kurz mal eine kleine Erholungsverschnaufpause. Ja, gut. Felix, da finden. Ja. Oh, mache ich, wenn ich mich wiederbelebt habe. Okay, bin bei euch. Schon so unten hinterm Haus. Den Ulti rein, weil ich komme sonst nicht heile drüben an. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, und runter. Meine Figur war bloß der Meinung, jetzt erstmal nachzuladen, obwohl sie auf die Knie ist. Boah, diese Bomben, ne? Ja. So, sind wir dann alle auf einen Haufen? Ja, wir sind alle hier. Ich hocke vor dem Häuschen, hinter dem Häuschen. Ich ärgere mich immer noch, dass mein blöder Schutzling so ewig lange braucht. Gut. So. Wir müssen jetzt hinter. Geh doch mal runter. Zu dem anderen Häuschen. Und los. Zack. Und los. Ich versuche mich nicht in Kampfhandlungen verwickeln zu lassen, aber hier hockt ziemlich viel Gesindel rum. Einfach weg. Mein Koffer ist noch am Laden. Scheiße. Ist gleich durch. Weil wir müssen ja alle rüber locken hier, damit du da vorne den anderen Koffer holen kannst. Aber ich habe ja andere Leute, die um die Ecke kommen und da einfach auf mich schießen. Und einer hat mich umlaufen. Ich kann nicht anders als auf den zu schießen. Sonst bin ich tot. Verdammt, wir brauchen Verstärkung! Geh dich um, geh da hin. Da sind ganz viele böse Jungs. Geh mal da hin, ne? Naja, der hat sich gerade schon umgedreht, aber ist leider noch nicht weggegangen. Doch, jetzt läuft er so langsam. Jawoll. Oh, wieso gehst denn du aus der Deckung raus, Uschi? Bei der Sprengung? Immer. Nee, das war doch noch davor. Mit dem Ding gehe ich am besten auch wieder nach hinten zurück, oder? Mit dem Kästchen. Ja. Weil sonst komme ich hier direkt in eure Kampfhandlung rein. Ja. Scheiße. Genau im falschen Moment trifft mich so eine dämliche Granate. Ich muss mich kurz einen Moment erholen. Lauf, kleiner Mann, lauf. Oh. Hast du dich? Ja, ich hab mich. Achtung, hinter uns, hinter dem Häuschen steht einer. Ja, ist weg. Oh, ich bin jetzt gleich. Ah, der Koffer ist. Hast du die Felix? Mit Koffer, mit Koffer bei Häuschen. Ja. Kannst du mich einmal wiederbeleben? Ja. Ich geh mal so rum, danke.
Oh Mist. Ich wollte gerade den Ulti ziehen. Ja, ich wollte gerade hochklettern zum Koffer stellen. Ach, du hängst da auch so auf 7:30. Kommt ihr denn noch klar da? Nein, 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 alle tot. Komplett tot. Alle tot. Scheiße. Ja. Die kommen jetzt gleich zu dir, keine Sorge. Ja, ich merke das schon. Also wenn du keinen grünen Link hast, dann ist das Wasser. Nee, hab ich nicht. Scheiße. Okay. Aber hat das schon mal viel besser geklappt? Ja. Ich komm noch zu euch, oh, leider nicht. Wir sind mal ein Haus weitergelaufen. Ja. Ja, genau. Das war. Wenn wir jetzt noch ein Haus weiterkommen, dann haben wir das. Genau. Ich war auch schon wieder bei dem Hütchen angekommen. Also, ich war so ungefähr 3 Meter vor Ziel. Ja, mein Koffer ist leider aus gewesen. Ja, klar. In dem Moment, wo wir gefallen sind. Ja, ich meine, weil der hält doch nicht ganz so lange, weil die schießen, die Granaten machen dem ja auch Schaden. Ja. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass der Dicke nicht weggeht, sondern dass der stehen bleibt. Ja, Problem ja. ist, dass man den von dem Horn nicht sieht. Wir können den nicht anschießen von hier aus. Wenn du nicht so dicht dran gehst, wenn du da erstmal wartest, bis der abhaut. Kann auch hier hinterm Auto erstmal bleiben, also könntet ihr rein theoretisch jetzt schon loslegen. Gut, gut. Koffer steht. Die Arschlöcher brauchen noch ein bisschen vom Rollen und für den Goldenen wieder ein Schluck Wasser. Nee, also er ist immer sehr interessiert. Bewegt sich aber nicht. Ich versuche in noch sicherer Entfernung ein paar mehr oder minder gezielten Schüssen aus der AK zu legen. Das hat er mich bemerkt. Hört auf, Scheiße zu bauen und nehmt die Mörder für die Bastarde! Ja. Ich hab ihn grad erwischt da hinten. Ich hab auch. Ich auf den Dicken da. Der ist weg. Aber da kommt jetzt noch eine Pumpe angerannt. Und der hat mich auch schon bemerkt. Ich versuche mich mal nicht zu bewegen, weil ich eh fast tot bin. Scheiße. Jetzt kommt auch noch hier. Okay, ich glaube, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe. Jetzt sind sie ganz schön sauer auf uns, ja? Ja, ein bisschen. Das sieht so aus. Nimm. Ihr habt ja, oder du, oder wie auch immer, danke. Nimm bitte. Oh, schon wieder. Ich darf nicht so lange oben bleiben. Jo. Wenn ich ja dieses blöde Geschütz da hinten nicht hätte, sonst bemerkt mich echt keiner, außer dieses dämliche Geschütz. Ja. Ja, ich weiß. Das ist. Vor allen Dingen, das dauert so ewig lange, bis ich meinen Link ja wieder bekomme. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt hier 10 Minuten lang sitzen bleiben und mein warten, Koffer bis der Link zurückkommt. Felix? Bitte? Er kommt gleich wieder. Mein Koffer kommt gleich wieder. Ja. So. Jetzt. Oder auch, nun, stell den Koffer. Hallo. Ich kann den Koffer nicht stellen. So eine Scheiße. Danke. Keine Ursache. Jetzt. Jetzt. Ja, super. Pumpe ist weg. Mach selber.
brauchen Ihre Hilfe! Einsatzleistung, danke Jungs. Ja. Also ich bin kurz vorm Ziel, aber muss mich erst noch ein bisschen refreshen hier. Scheiße. Oh, wieso geht die denn hier ewig von der Deckung weg? Nee, ich brauche mich nur einmal ganz kurz in der Deckung bewegen und schon springt die hoch. Ah, der Koffer ist weg. Musst du in einer ruhigen Minute hast du eine Einstellung vom Spiel, kannst du das machen, ob der durch Bewegung aus der Deckung kommt oder nur durch der erste Drücken sitzt. Von A. Ah, super. Okay. Gut. Habe ich gerade mir auch umgestellt, den Nerv. Bin auch gerade bei euch angekommen. Drückst du den Joystick immer in eine andere Richtung, als deine Deckung dann vorgibt, bist du raus aus der Deckung. Ja. Nee, das mache ich jetzt aber nicht. Die ruhige Minute haben wir jetzt leider nicht. Genau. Ich finde das alles total entspannt. Ja, ist auch easy, aber... Ja, du hockst ja da auch die ganze Zeit rum und wartest drauf, dass... Ja, ich hock jetzt auch gerade hier unten auch nur rum. Und hoffe nur, dass mich keiner sieht. Nee, ja, wir haben hier so ein paar Pumpen, die zu dir kommen. Ja, der Micha hat sich, glaube ich, gerade schon schützend vor mich geworfen. So. Ich versuche mich weiter ruhig zu verhalten. Ja, oder also, geh schon mal runter. So. Zieh dann den Ulti, wenn losgeht. Ja. Und los. Schöne bei den blauen rennst du ja auch schneller. Ja. Ich glaube, die da vorne haben ich tatsächlich nicht bemerkt. Die schimpfen, die laufen weg. Oh nein. Jetzt habe ich gerade eine schöne Ausweichrolle gemacht und mein Spiel ist abgestürzt.